Yo, liebe HörerInnen da draußen, da sind wir wieder. Walls Don't Lie, Staffel 3, wir sind zurück. Mein Name ist immer noch KG und an meiner Seite, heute frage ich mal, bist du da? Yo, ich bin da. Ich habe auch die dritte Staffel mir fest ins Stammbuch eingetragen. Sehr schön. Ja, ihr hört es schon, ich bin nicht allein, sondern mit meinem geschätzten Kollegen Carlos aka Kid Crow. Wir hoffen, ihr seid gut durch die Winterpause gekommen, seid gesund, habt euch nicht von dem Virus abfacken lassen und seid alle wieder mit dabei. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier so ein großes Gewäsch machen, starten wir direkt, denn wir haben einen knaller Gast für die erste Folge, über den ich sehr, sehr froh bin. Und zwar ist es niemand Geringeres als das Berliner Stylewriting-Urgestein Khan von den Infamous Ghetto Stars. Hat dich bei dir in Nürnberg besucht, mein Lieber, in deiner Style Scouts Academy und du hattest Zeit, ihn mal so ein bisschen auf Herz und Nieren zu befragen. Ja, es war mir eine große Ehre, mit Khan dieses Gespräch live machen zu können. Was viele vielleicht da draußen nicht wissen, er lebt ja schon seit längerem nicht mehr in Berlin, sondern ist nach Bayern gezogen. Bayern. Deswegen war der Weg auch nicht, deswegen war die Anreise auch nicht so weit nach Nürnberg. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es war wirklich auch überraschend und das kann ich jetzt nach 30 Folgen schon sagen, dass ich dachte zumindest so jetzt schon vieles gehört zu haben, aber es war wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ich bin mal gespannt, ob ihr da draußen das auch so seht und deswegen gehen wir direkt in Medias Res. Lieber Khan, cool, dass du da bist. Eine große Ehre. Du bist heute in Nürnberg. Und wirst uns Rede und Antwort stehen. Konntest du dir den Walls Don't Lie Podcast schon mal anhören? Ja, auf jeden Fall. Ich habe einiges mir auch schon angehört. Den von B. Ash habe ich mir angehört. Von Helge aus Frankfurt habe ich mir den angehört. Von Gore aus Frankreich habe ich mir angehört. Also ich mag das einfach, wie er an die Sache rangeht. Und das einfach die ganze Sache auf eine andere Ebene katapultiert. Das hat mich sehr angesprochen und da dachte ich, cool, ich habe das ein oder andere noch zu sagen aus der Berliner Perspektive. Ach, von Suk habe ich das auch mir auch angehört. Und dann dachte ich so, okay, ich will euch gerne kennenlernen und finde es toll, was ihr hier macht und bringe noch meinen eigenen Part noch dazu. Ja, erstmal vielen Dank für die Blumen. Das geht ja, natürlich gern. Runter wie Öl. Ja, an der Stelle gleich vielleicht für alle da draußen, du bist jetzt seit vielen, vielen, vielen Jahren als Graffiti-Writer aktiv. Ich würde dich jetzt auch schon ehrlich gesagt als Oldschool bezeichnen, wenn ich das darf. Und bist aber darüber hinaus ja sehr experimentierfreudig. Ich denke, dazu werden wir später auch noch ausgiebig kommen. Und was mich besonders freut, das haben wir auch in unserem Vorgespräch schon rausgefunden, du bist jemand, der gerne eben über Dinge nachdenkt, glaube ich, in unserer Kultur. Und deswegen glaube ich, das wird ein sehr fruchtbares Gespräch werden. Jetzt fairerweise für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht an der Stelle. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gerne. Ja, bin halt in Berlin aufgewachsen, wie man schon kennt. Möglicherweise war ja damals Berlin noch eine geteilte Stadt. Und ich bin in West-Berlin aufgewachsen und meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Ja. Ich habe griechische und türkische Wurzeln, ja, beziehungsweise auch kurdische Wurzeln. Und fühle mich aber hier in Deutschland beheimatet. Ja. Fühle mich hier gut aufgehoben. Ja. Lebe hier super gerne. Ja, und ich habe eine Leidenschaft. Und die Leidenschaft heißt Stylewriting. Ja. Und das hat mich relativ früh gepackt. Ja. Und das erfüllt mein Herz und das würde ich gerne mit euch jetzt auch teilen. Wenn du relativ früh sagst, dann meinst du 88? Genau, ich habe 1988 begonnen in Berlin. Deswegen sehe ich mich auch als auch ein Berliner Stylewriter. Da habe ich eine Definition entwickelt mit Akut, wer ist tatsächlich ein Berliner Writer und wer nicht. Ja? Wer aus meiner Sicht ist derjenige Berliner Writer, der die Berliner Verhältnisse in seinem Beginnen erlebt hat. In jedem Anfang steckt ja ein Zauber inne. Ja? Und der Zauber in München ist möglicherweise anders gewesen als der Zauber in Dortmund und auch natürlich auch in Berlin. Mhm.
Wir hatten schon ein paar Interviewgäste aus Berlin, glücklicherweise, sodass wir schon mehrere Einblicke bekommen haben in diese frühe Phase, glaube ich. Und das war ja schon ein Mikrokosmos. Also so, klar, durch die Trennung, also soll heißen, Westdeutschland war ja separiert davon, ist, glaube ich, auch eine Kultur entstanden, die man so mit nichts vergleichen kann auf jeden Fall. Wie war das für dich damals, also da groß zu werden? Klar, du meinst, du bist in West-Berlin aufgewachsen, noch vor der Wende. Und war da für dich Graffiti im Stadtbild überhaupt schon präsent oder hast du das irgendwie schon wahrgenommen, bevor du denn angefangen hast? Hey, das ist eine gute Frage. Also ich denke, unbewusst habe ich das schon wahrgenommen, aber die Intensität es war nicht so breitflächig vorhanden, ja? Wie einige vor mir möglicherweise schon das gesagt haben. Es gab so einzelne Spots, wo das sehr stark konzentriert war. Und da zählt definitiv die Berliner Mauer und insbesondere im Norden da Schönholz. Und das waren die wesentlichen Spots, wo man tatsächlich Pieces gesehen hat. Und es waren auch natürlich auch Tags immer wieder vorhanden, aber nicht in dieser Intensität, wie man es heutzutage kennt. Ja? Okay, soll das heißen, man musste schon wissen, wo man hin muss, damit ja, man das auf jeden Fall. Gute Pieces sehen kann? Ja, das auf jeden Fall. Die S-Bahn-Strecke 1, S1 war eigentlich im Grunde die S-Bahn-Strecke, wo man definitiv Pieces an der Strecke gesehen hat. Mhm. Ja, und das war immer eine Anlaufstelle gewesen, insbesondere zwischen Schöneberg und Steglitz. Das sind die Bezirke, wo meines Erachtens die wesentlichen Pieces, die illegalen Pieces, die hochqualitativ waren, auch betrachtet werden konnten. Kannst du dich dann noch an irgendein Piece erinnern, was dich geprägt hat? Auf einige, klar, auf jeden Fall. Ganz früh war da zwischen Friedenau und Schöneberg ein Chaosbild. Ja? Silber Piece mit roten Outlines, ein gigantisches Piece. Ja? Und wenn ich hier von Chaos spreche, ist das nicht der Chaos-Poet. Poet hat später auch den Namen Chaos gemacht. Das war auch okay, was er gemacht hat, aber es hat auch sehr viel Verwirrung gebracht, also für den Außenstehenden von Berlin. Ja. Es gibt einen Chaos, der hat sehr früh schon angefangen, ja, in der Anfang der 80er Jahre schon und hat relativ in Ende der 80er, Anfang der 90er eigentlich gar nicht mehr großartig gesprüht, aber ist ein ganz großer Einflussfaktor in Berlin gewesen. Okay, klingt auf jeden Fall super spannend. Was gab es denn dann sonst noch für Einflüsse für dich? Also ich meine, du warst eben dann da noch kein Writer oder so. Ich meine, irgendwas musste dich ja dazu bewogen haben, künstlerisch aktiv zu werden oder zumindest mit Typografie zu arbeiten. Gab es da noch irgendwas, was dich so, vielleicht auch von daheim, keine Ahnung, gab es irgendwas, was dich kulturell mit angeschoben hat? Also der kulturelle Impulsgeber war jetzt bei mir zu Hause nicht unbedingt jemand, der irgendwie Kunst gemacht hat, sondern mein Onkel, der war politisch sehr linksorientiert und hat mich also mit 11 und 12 ins Theater mitgenommen, ja. Also mir versucht, Kultur näher zu bringen. Ja. Also wir haben uns damals zusammen, Cassandra, also tatsächlich uns angeschaut im Theater und der war politisch sehr aktiv, linksorientiert und hat mir dadurch auch gezeigt, wer ist Salvador Dali. Ja. Mhm. Und der war selber in einer Ausstellung in Salvador Dali und bei sich zu Hause hat er dann Bilder von Salvador Dali, also ausgedruckt. Das war natürlich eine ganz wesentliche Einflussquelle. Okay, das heißt, du hast Kunst so als Teil eines kulturellen Gesamtpakets kennengelernt und das hat dich dann so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also hat einen guten Nährboden geschaffen, damit du dann loslegen möchtest. Absolut, der Nährboden war sehr fruchtbar, insbesondere auch von meinem Vater. Dazu kann ich einige, wirklich für mich eine ganz bedeutende Erfahrung mitteilen. Irgendwann habe ich schon sehr viel Graffiti gemacht oder Stylewriting. Und da kam mein Vater auf mich zu und meinte, mein Sohn, also was machst du da? Ja? Und ich möchte das verstehen. Ich möchte die Sinnhaftigkeit dessen irgendwie begreifen. Und wenn das für mich sinnvoll erscheint, dann lass uns zusammen, gemeinsam rausgehen. Ja? Geil. Und das Geile war, er hat das nicht verstanden, aber er wollte es verstehen. Und das ist das primär Wichtige für mich, dass er mich verstehen wollte und das, was ich getan habe, letzten Endes einen Zugang dafür gewinnen wollte, als eine ganz andere Generation. Ja, super geile Situation. Ich meine, jetzt spannend für mich,
Könntest du es nochmal zusammenfassen, was du ihm damals gesagt hast? Also weißt du noch, wie du es ihm versucht hast, damals zu erklären, was du da machst? Also retrospektiv betrachtet habe ich das sicherlich nicht mehr so gut ihn näher bringen können, weil ich bin ja, damals war ich ja 13, 14, ja, und mein Wortschatz oder die Art und Weise, wie ich die Dinge benannt habe, die waren, wie soll ich sagen, sehr holprig, ja, und auch nicht sehr fundiert und auch nicht durchdacht, ja. Ich kann es dir nicht mehr sagen, was ich gesagt habe, aber bis heute kann ich dir eins mit Gewissheit sagen. Ich war emotional ergriffen, ja, dass mein Vater mich verstehen wollte. Ja. Weil das heißt ja auch, Graffiti hat ja gewisse Entbehrungen gehabt damals. Ja, ne? Und also ich bin ja nicht nur einmal von der Polizei nach Hause gebracht worden, sondern mehrmals. Ja. Das heißt, und dass er trotzdem mich verstehen wollte. Ne? Also da bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr respektvoll, auch dir gegenüber. Und noch irgendwann später war das noch ganz cool, als ich dann angefangen habe. Ich habe nicht so viele Aufträge gemacht, aber das eine oder andere habe ich gemacht. So in der Diskothek habe ich die Außenfassade besprüht und da hat er mich hingefahren und dann hat er gesehen, was für ein Dosenarsenal ich dabei habe, welche Wand ich da mache. Und am Abend, als er mich dann wieder zurück abgeholt hat, war der total stolz gewesen. Ja? Also du musst dir vorstellen, ich bin ja noch da 15, 16 gewesen. Ja? Das ist ein ganz anderes Sein. Und mein Vater war dann echt froh darüber gewesen. Ne? Das hat sich gewandelt. Ja? Ja, sehr stark auf jeden Fall. Vielleicht nochmal kurz zurück in die Timeline. Also 88 hast du angefangen mit Graffiti. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, wenn ich das so sage, aber kannst du dich noch daran erinnern, gab es dann einen Moment, wo du dann wusstest, jetzt möchte ich in diesen Style Wars eintreten und wirklich mich krass damit beschäftigen? Ich würde es gerne anders anfangen, wenn du es mir gestattest. Also 1988 habe ich Stylewriting noch nicht so richtig für mich gekannt. Ich war in der 7. Klasse, ein Bub mit 13 Jahren, und neben mir saß so ein Typ, der Clemens. Und der hat neben mir irgendwie gekritzelt, ja, auf seinem Blog. Und ich habe keine Ahnung gehabt, Mann, was das ist. Ja, und ich habe ihn angesprochen, was machst du denn da? Und er meinte, das nennt man Tags. Man sucht sich einen Namen und das schreibt man. Und er meinte, du, weißt du was, in Berlin gibt es einen Typen, der hat viele Tags, Bojos. Ja? Und der, naja, ich will mir einen Namen nennen, der heißt dann Sojos. Ja? Naheliegend. Ja. Und das ist mein Name, meinte er. Dann habe ich so geguckt, was er da so macht. Er meinte, okay, und das war so Beginn, der erste Berührungspunkt mit Graffiti oder Writing. Ja. So, und das Interessante war, dass ich aus relativ zügig sehr, sehr namhafte Personen kennengelernt habe. Erstens lag es daran, dass auf dieser Schule, wo ich war, die Bröntby-Oberschule in Langwitz, da war ein Typ, der hieß, also der hat Roy gesprüht. Er musste leider seinen Namen damals ändern oder hat leider auch aufgehört zum Sprühen, weil einige ihn, wie soll ich sagen, gezwungen haben, mit dem Namen aufzuhören. Werde ich den Anfang der 90er die Problematik auch nochmal erwähnen. Aber er war im Grunde genommen so ein Wegbereiter für mich, ja, weil der hat schon Pieces gemalt. Keine Tags, sondern tatsächlich Pieces mit Charakteren. Das heißt, da war eine schöne Qualität. Was ich damit sagen will, ist, ich habe relativ schnell mit Pieces angefangen. Ja, das heißt, ich kenne von einigen Berlinern, die ein, zwei Jahre nur getaggt haben und dann einfach an die Wand gegangen sind. Das war bei mir nicht so. Ja, das heißt, ich bin relativ schnell an die Wand dran. Und das war natürlich völlig holprig und sah ja im Grunde genommen anfängermäßig aus. Ich kann dir mal eine kleine Geschichte sagen. Ich dachte so, okay, wie kann ich mir Cans besorgen? Ich habe mir die dann besorgt und habe dann gedacht, okay, ich nehme mir jetzt meine Cans. Und da gab es einen Typen aus Morbid, der damals Chrome gesprüht. Zu dem Typen komme ich auch noch später, in den Anfang der 90er. Der musste, und dann sind wir an so einer Wand am Hansaplatz. Und es war so eine Backsteinwand und diese Backsteinwand war weiß angestrichen. Da dachten wir so, boah, geil, wir brauchen gar keine Fill-ins, Mann. Ja, wir sparen Dosen. So, was haben wir da? Ich habe damals, ich hatte noch nicht den Namen Kell oder Kahn und mein erster Name, den ich mir ausgesucht habe, war Rone, R-O-N-E. So, damit bin ich gar nicht großartig in die Öffentlichkeit gegangen. Das habe ich ein einziges Piece gemacht und ein paar Skizzen und dann habe ich relativ schnell den Namen gewechselt. Und haben wir zusammen ein Piece gemalt an der Wand. Ja, das heißt, es ist relativ zügig. Ja. Ja, genau.
Ja, geile Aktion, auf jeden Fall. Also du hast jetzt schon eine Frage beantwortet, die mir natürlich auch wichtig war, und zwar, wann die Namensfindung so richtig losging und was halt vor Khan noch da war. Aber du hast ja gerade beantwortet, das Roan, gab es dafür einen Grund, warum gerade Roan? Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir nicht mehr genau wiedergeben, weil, vielleicht habe ich es verdrängt, aber es liegt mir nicht mehr in meinem Gedächtnis, weil ich damit gar nicht großartig draußen war. Also draußen war, meine ich damit, irgendwie präsent war. Was relativ schnell für mich zum Vorschein kam, dass ich einen Namen mir rausgesucht habe. Der Roan hatte 4 Buchstaben und es ging mir nicht schnell genug. Ja? Das heißt, ich habe mir einen Namen rausgesucht, der nur 3 Buchstaben hat, dass ich ganz schnell irgendwie den taggen kann. Das war ein Kriterium, warum ich mir den Namen Kel damals ausgesucht habe. Zweitens gab es damals eine türkische Fernsehsendung, TR1, da gab es einen Moderator und der hat eine Glatze gehabt. Ja? Weil Kel auf Türkisch bedeutet im Grunde genommen Glatze. Ja? Geil. Ja? So, und der Typ in dem TD1, der war so skurril, so abgefahren, wie der moderiert hat. Ja. Ja, der war wirklich strange. Irgendwie hat der mich inspiriert. Geil. Und dann gab es noch einen Zeichentrickfilm, den gibt es natürlich immer noch im Türkischen, der heißt Kel Olan. Der Junge, der keine Haare hat, der eine Glatze hat. Das heißt, das war auch so eine Inspirationsquelle. Der war so ein, wie soll ich sagen, so eine kleine Witzfigur, ja, aber auch kleine Weisheiten, was er da reingebracht hat. Okay. Und der vierte Faktor, der mich, glaube ich, auch beeinflusst hat, war im Spraycanner damals der Kel. Ja. Das heißt, diese Einflussfaktoren haben dazu geführt, dass ich den Namen Kel genommen habe. Ich habe sehr, sehr viel Kel auch mit C geschrieben damals, aber auch mit K. Und da war ich sehr, sehr präsent mit dem Namen Anfang der 90er. Und mit 18 war ich dann in New York gewesen. Ja, das sind jetzt, keine Ahnung, 28 Jahre her, 1993. Und da habe ich die COD-Leute kennengelernt. Und dann haben die mich mitgenommen auf eine Party. Und da habe ich den Bruder von Kel kennengelernt. Irgendwie war das eine unstimmige Situation. Das hat sich nicht mehr so richtig authentisch angefühlt. Okay, ja, verstehe. Ja? Und irgendwie habe ich gemerkt, ich hadere mehr und mehr mit diesem Namen, weil dieser Name ist irgendwie besetzt. Ja? Und dann kam ich nach Deutschland und habe extrem weiter mit dem Namen gebombt, viele Pieces gemalt und dann irgendwann haben die mich gebastelt. Ja? Und da stand ich vor Gericht und die konnten mir das nicht nachweisen, aber die wollten mir den Namen Kel nachweisen. Und nach diesem Gerichtsverfahren dachte ich, okay, die haben mir das jetzt nicht andringen können, aber muss ich das jetzt weiter riskieren? Zeit für einen neuen Namen. Genau. Ja? Und dann dachte ich so, okay, aber jetzt will ich einen authentischen Namen haben. Ich finde jetzt gerade diese Fragestellung, Namensfindung, so banal das im ersten Moment vielleicht klingt, aber ich finde es total spannend, weil wir darüber ja sehr, sehr wenig eigentlich nachdenken. Also oftmals, gerade wenn du am Anfang stehst und ein Kiddie bist oder so und willst jetzt einen Tag-Namen, dann suchst du wahrscheinlich einen, du hast es glaube ich schon auf den Punkt gebracht, der sich leicht schreiben lässt, der schnell geht, ja, so schöne Buchstaben hat oder so. Und dann irgendwann kommt ja meistens aus verschiedenen Gründen vielleicht der Moment, wo du dir nochmal einen neuen Namen suchst. Und dann ist halt die Frage, ist dieser Name in irgendeiner Form dann auch connected mit deiner Persönlichkeit, also ob du es jetzt weißt oder nicht, also suchst du das bewusst vielleicht oder unterbewusst so aus, diese Buchstaben, das finde ich super spannend, ja, weil ich kenne so viele Maler da draußen, die von sich sagen, ey, ich habe einen Namen, aber ich mag den gar nicht, ich pack den eigentlich gar nicht, ja, also die Buchstaben, keine Ahnung und so, ich mir denke so, okay, aber woran liegt denn das, ja, vielleicht weil man sich zu sehr davon beeinflussen lässt, was man gut schreiben kann. Und auf der anderen Seite hast du dann halt wieder Leute, die total lautmalerische Namen haben oder wo du sagst, okay, der Name passt perfekt zum Flow, so, weißt du? Also ich finde es total spannend. Ich glaube, dazu gibt es auch noch keine Untersuchungen. Ich würde mich wundern, wenn das jemand schon mal richtig versucht hat, rauszufinden, zu evaluieren, warum Namen teilweise wirklich so gut matchen so und wie man auf solche Namen halt kommt. Im Prinzip sind es ja nur Aneinanderreihungen von Buchstaben, aber sie werden ja aufgeladen extrem über die Jahre dann. Also ich mag dir 2 Dinge dazu sagen. Erstens, bevor ich den Namen Khan hatte, Anfang der 90er Jahre, kam es zu das erste Mal, als ich Amok gesehen habe. Und da gab es Anfang der 90er Jahre war das, 89, 90, da gab es ein Rummel-Festival und da waren
Da wurden Leinwände gesprüht und am Abend haben sich die ganzen Writer bei Burger King am Kudamm getroffen und da war Amok auch mit dabei. Und mich hat damals Scheck mitgenommen, weil ich Scheck relativ früh kennengelernt habe. Und Amok meinte dann so, er hat mir dann gesagt, wie heißt du, was für einen Namen machst du, so und so. Und er meinte, na, ich gebe dir einen anderen Namen. Dann habe ich gesehen, so, da nimmt er so ein Blatt und ein Edding und taggt eigentlich den Namen Hero und hat dann diesen Tag umrahmt und Outline gegeben. Und dann gucke ich so, was da draufsteht, Hero. Und ich fand das so dermaßen übertrieben. Ja? Und dann dachte ich, nee, das bin ich nicht. Ja? Das passt nicht. Mhm. Ne? Da ist keine, wie soll ich sagen, da war ich nicht mit dem Namen connected. Der Name soll aus meiner Sicht eine Resonanz mit mir eingehen. Mhm. Und da gab es keine Resonanz. Ja? Ne? Weil der Name ist eine sehr stark, aus meiner Sicht, eine identitätsstiftende Maßnahme. Ja? Absolut. Und das ist ja so ein überladener Name Hero gewesen, so dermaßen hohe Gewicht, den wollte ich nicht nehmen. Ja. Später hat es Bizes gemacht. Bizes hat den Namen Hero gemacht. Aus meiner Sicht hat er auch das verdient. Hm. Ja? Aber das ist meine subjektive Ansicht. Kann ich später, wenn ich was zu GHS sage, kann ich auch noch was dazu sagen. Also die Frage war ja, wie es zu dieser Namensgebung kam. Hero habe ich abgelehnt. Aber dann, nachdem ich im Grunde genommen einen inneren Anspruch in mir gespürt habe, mehr Authentizität, ja, mehr innere Stimmigkeit, dann kam ich zu dem Namen Khan, weil der Name Khan ist abgeleitet von meinem Vornamen. Mein Vorname heißt Gökhan. Und wenn ich nur das G und Ö wegnehme, bleibt genau die Buchstaben übrig, K-H-A-N. Mhm. Das heißt, noch stimmiger, noch authentischer geht es ja gar nicht mehr. Mhm. Das ist ja abgeleitet von meinem Vornamen. Das heißt, da habe ich nicht mehr die Prämisse gehabt, so wenig Buchstaben wie möglich, so gute Buchstaben wie möglich, sondern eine innere Resonanz mit dem gewählten Namen war für mich primär am wichtigsten gewesen. Mhm. Interessanterweise hast du aber trotzdem eine zweite Ebene, weil Khan für viele da draußen wahrscheinlich erstmal diese Assoziationskette auslöst, Genghis Khan, was weiß ich, Reitervolk, Krieger, Kämpfer, so. Finde ich auch spannend. So. Mhm. War dir das bewusst von Anfang an? Na, die Assoziation dazu ist ja relativ schnell natürlich hergestellt. Mhm. Ja. Aber die Entscheidung ist nicht deswegen gefallen. Ja. Mhm. Also auch damals natürlich als kleiner Junge oder aber als heranwachsender Junge war mir Genghis Khan und Attila natürlich der Hunnenkönig schon bekannt aus der Geschichte. Aber das war jetzt tatsächlich nicht eine primäre Einflussquelle, sondern tatsächlich der eigene Vorname war im Grunde genommen der Fokus gewesen. Mhm. Ja, super spannend. Jetzt würde ich ganz gerne in die Timeline oder ich würde ganz gerne nochmal so in die Chronologie gehen. Wir befinden uns noch bevor du dann Khan gemalt hast, befinden wir uns ja in einer sehr, sehr spannenden Epoche in Berlin, also Anfang der 90er Jahre, da war ja wirklich die Hölle los. Magst du uns ganz kurz nochmal damit mit zurücknehmen und mal so ein bisschen beschreiben, wie war das in den 90ern, also gerade jetzt eben so 90 bis 92, wie war das in Berlin so? Wie muss man sich das vorstellen? Also auf jeden Fall sehr turbulent, ja, und viele Auseinandersetzungen, destruktive, aber auch konstruktive Auseinandersetzungen. Destruktiv deswegen, weil sich in das Writing etwas hineingebracht wurde, was einen außerordentlichen Schaden mitgebracht hat. Mhm. Aus meiner Sicht. Ja. Alles, was ich jetzt sage, ist nur natürlich meine subjektive Meinung. Ja. Also Anfang der 80er Jahre, da habe ich jetzt noch nicht gesprüht gehabt, aber ich habe mit einigen Leuten geredet. Damals war das Gangbanging im Writing nicht so präsent. Mhm. Das heißt, ab 87, 88, 89 und dann natürlich auch mehr 90er hat das enorm zugenommen. Und da gibt es ein paar aus meiner Sicht Einflussfaktoren. Mhm. Und weil du jetzt an den 90er geredet hast, muss man dieses Gangbanging-Ding dem definitiv mit einbeziehen, weil das hat eine deutliche Atmosphäre gehabt dort. Mhm. Das heißt, in Berlin gab es mehrere Gangs, die gegenseitig sich bekämpft haben. Ja. Es gab enorm viele Schlägereien. Ja. Viele wurden abgestochen. Ja. Und einige Writer waren da auch involviert. Mhm.
Das heißt, in den 80er Jahren war das nicht so en vogue und dann kam das mehr und mehr. In den 80er Jahren gab es schon Gangs, wie in Hermannplatz die Spinne oder wie zum Beispiel die türkische Gang Şimşekler. Die haben ab und zu Tags gemacht, das waren aber keine professionellen Tags. Das waren keine professionellen Writer. Mhm. Ja, die haben letzten Endes ihren Gangnamen irgendwo reingeschrieben. Mhm. Der wesentliche Veränderungsaspekt war, dass in einigen Gangs ab 88, 89 Writer involviert waren. In den Gangs Giants oder in den 36 Boys. Mhm. Und noch wichtiger ist, dass diese zum Beispiel 36 Boys der Name von einem Writer gegeben wurde. Mhm. Maxim hat den Namen gegeben. Mhm. Ja. Und bei Giants und bei 36 Boys waren ganz wichtige Writer drin. Mhm. Die haben dann draußen letzten Endes Tags für diese Gangs gemacht. Mhm. Sie waren Teil von diesen Gangs und haben im Grunde genommen die Haltung und die Herangehensweise auch in das Writing hineingebracht. Mhm. Das heißt, das Writing wurde infiziert durch das Gangbanging. Weil wenn man die Interviews zum Beispiel von Blade anguckt, da hat er klar differenziert, sagt er ja ganz klar, dass die sich von diesem Gangbanging letztendlich distanziert haben. Ja. Bei uns lief es leider etwas tragisch anders. Mhm. Das heißt, das Writing fusionierte mit dem Gangbanging. Mhm. Und das hat enorme Folgen gehabt. Findest du, das war trotzdem ein Erfolgsmodell? Also hat sich das durchgesetzt in einer gewissen Weise dann? Das ist die Frage, aus welcher Sicht man Erfolg betrachtet. Wenn man Erfolg betrachtet, wenn man beim anderen Angst und Schrecken einjagen will, waren die Berliner erfolgreich. Aber wenn man Anerkennung und Respekt aufgrund von Kompetenz als Erfolg mehr anvisiert, also mit Gewalt und Hass erzeugt man keinen Respekt. Mhm. Ja? Dadurch erzeugt man Angst und Schrecken. Und das haben wir leider auch gemacht. Ja, dazu zähle ich mich auch. Mhm. Ja. Das heißt, diese Haltung, die ich jetzt hier einbringe, ist eine Bewusstseinsentwicklung in mir. Ja, das heißt, ich will mich da gar nicht herauskatapultieren. Ich war ein Teil dieser Maschinerie, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ja, von der ich mich absolut distanziere heute. Mhm. Ja, ich meine, du, glaube ich, nimmst ein bisschen vorweg, dass du ja später dann auch Teil der Ghetto Stars warst, die als Crew ja nicht nur in Berlin, sondern auch darüber hinaus sehr viel Reputation hatte in verschiedene Richtungen. Also einmal natürlich stilistisch gesehen sehr prägend, aber auch, naja, so mit einer Roughness, ne, mit so einer Roughneckheit, so, die auch über die Grenzen bekannt war. Würdest du die Ghetto Stars dann auch als Gang bezeichnen? Nee, würde ich jetzt nicht primär so darauf reduzieren wollen. Wir hatten Aspekte davon. Ja. Mhm. Es ist auch immer im Kontext zu sehen. Mhm. Ja? Also, da wir jetzt angefangen haben, die 90er Jahre etwas näher unter die Lupe zu nehmen, also das Umfeld hat ein aggressives Potenzial gehabt. Mhm. Und die Crews, die damals waren, da gab es wenig Vermischungen. Das heißt, wenn jemand in einem Crew war, dann war er in dieser Crew gewesen. Mhm. Ja? Da Berlin ein Schmelztiegel war von mehreren sehr, sehr guten Writern, gab es auch den Anspruch natürlich, nicht nur als Einzelner, sondern in Crew eine gewisse Bastion letzten Endes zu entwickeln. Mhm. Ja? Und da sind wir, sicherlich nicht die Einzigen, aber wir als GHS haben eine strategische Herangehensweise gehabt. Mhm. Ja? Das bringt natürlich die Herausforderung in einer Großstadt, hat das mit sich gebracht. Mhm. Wenn du so viele Gegner hast, ja, und hatten wir natürlich den Anspruch, wie können wir uns am besten nach außen bringen und aber auch schützen. Ja? Und der wesentliche Stratege hier in diesem Zusammenhang war Skoom und Wesp. Mhm. Ja? Das sind ja die Gründer von GHS und von Ghetto Stars. Und ich bin ja als Dritter dazugekommen. Mhm. Ja? Relativ früh schon am Anfang. Und dann war es so, dass GHS letzten Endes bestimmte Personen anvisiert hat. Wir haben geguckt, wer passt zu uns? Mhm. Wer kann die Crew letzten Endes noch mehr nach vorne pushen? Ja? Das heißt, es wurde strategisch, sind wir herangegangen. Mhm. Wir haben jetzt nicht geguckt, wen wir 0815 nehmen, ja? Sondern da drinnen war immer eine gewisse Potenzialität. Mhm. Und die Potenzialität hat sich ergeben durch
die durch eine Willenskraft, durch ein Durchsetzungsvermögen, wie Beißes, der Typ ist unglaublich gewesen damals, ja. Ja, und aber auch jetzt danach, später, da gab es einen Typen, Doc, ja, der war davor bei TFP. Also ich habe noch nie in meinem Leben so einen couragierten Typen gesehen, aber auch so dermaßen verrückt. Ja. Der Typ war durchgeknallt. Und der hat natürlich auch ein Gewaltpotenzial gehabt. Ja. Den haben wir dazu genommen. Der hat nicht viel mit sich reden lassen. Ja. Und wenn irgendwas schiefgelaufen ist, da sind die Fäuste auf jeden Fall gekommen. Und deswegen die Frage, waren wir ein Gangmitglied? Dann später kam Hulk dazu. Hulk ist jemand, naja, also wenn der schlecht gelaunt ist, dann kann schon mal was rumfliegen. Ja? Nomen est Omen. Ja, genau. Ja? Der kam auch dazu. Ja? Und aber dann war noch jemand wie zum Beispiel Best Two. Best Two ist jemand, der überhaupt nicht gewalttätig ist. Ja? Deswegen würde ich nicht sagen, dass Ghetto Stars eine reine Gangbanger-Gruppe war. Es gab ein Gewaltpotenzial. Wenn es Stunk gab, dann gab es auf jeden Fall eine Antwort. Ja. Naja, und auch Wagemut. Also ich kann mich von Doc erinnern, als der am Train gemalt hat. Ja, da war ich an dem Tag nicht dabei. Und da kam ein Beefy, also ein BVG-Checker, kam da hin und der hat den gesehen und der ist nicht abgehauen, Mann. Der hat die Knarre rausgezogen, hat den Typen gekidnappt dort und hat gesagt, du bleibst jetzt so lange, bis ich mein Piece zu Ende male. Und der hat mit einer Hassmaske das Piece zu Ende gemalt. Also so ein durchgeknallter Typ war das. Das heißt, das hat natürlich eine krasse Reputation gehabt. Ja? Das hat aber auch seine Nachteile gehabt. Wir wurden zum Beispiel damals Anfang der 90er, gab es ja ein Interview über Ghetto Stars in Lowdown. Das war damals so ein Magazin, Skateboard und Klamotten und so weiter. Und die hatten ein ungutes Gefühl mit uns, weil die konnten uns nicht so richtig einordnen. Waren das jetzt Gangbanger? Sind das jetzt Writer? Sind das jetzt Künstler? Ja? Das waren Schmelztiegel von hochpotenzialen Kreativen, aber auch zum Teil aggressiven Leuten. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann gehört quasi in diese DNA der Ghetto Stars, dass es schon sehr strategisch war. Also ihr habt euch da eben überlegt, wie positionieren wir uns? Wie können wir auch die maximale Stärke rausholen für uns als Crew? Aber eben auch stilistisch gesehen war die Messlatte ja auch sehr hoch. Also deswegen, das darf man nicht weglassen, so ne, in der Betrachtung. Unbedingt, das darfst du bei uns auf keinen Fall weglassen. Auf keinen Fall. Warum betone ich das so akzentuiert? Wenn wir gebombt haben, wenn wir gesprüht haben, war für uns die erste Prämisse Qualität. Ja? Das heißt, gigantisch große Megaprojekte, ne, da haben wir definitiv etwas unterschrieben, also was hinterlassen in Berlin. Aber es gibt heutzutage in Berlin Leute, das finde ich, das kann man sehen, wie man will. Ich persönlich erlebe, dass die Qualität sich reduziert. Das war nicht unser Anspruch. Unser Anspruch war enorme Präsenz mit Qualität. Ja, beides in der Fusion zu bringen. Wie definierst du eigentlich Qualität im Style-Writing? Qualität im Style-Writing. Naja, also Style-Writing an sich müsste man erstmal fragen, was ist denn das überhaupt? Ja? Um dann eine Wertung vorzunehmen. Ja? Weil eine Qualität hat ja eine Wertung letzten Endes. Weil entweder ist es qualitätsvoll oder ist es nicht qualitätsvoll. Da mache ich ja etwas gut oder schlecht. Ja? Also Style-Writing für mich ist die ausdrückliche Auseinandersetzung und die stilistische Auseinandersetzung in zwei Polaritäten. Die zwei Polaritäten im Stil ist im Grunde genommen, dass du einen gesetzten Rahmen bekommst, der lateinischen Buchstaben. Ja, und aber auch die andere Polarität ist die Offenheit, die du hineinbringst, wie du das verformst. Ja. Und die Verformung ist ja sehr subjektiv. Die stilistische Verformung ist ein subjektiver Akt. Ja. Und wenn ich jetzt da eine normative Setzung da mache, was jetzt qualitätvoll ist, inwieweit ich etwas verformen kann, da würde ich aus meiner Sicht demjenigen Stylewriter etwas Unrechtes tun. Ja? Weil es ist eine subjektive Ausdruck seiner Interpretation der Polarität.
Ja. Okay, aber ich muss dich jetzt trotzdem zitieren. Du hast ja gemeint, Qualität stand für euch an oberster Stufe. Und wie würdest du diese Qualität dann definieren? Waren es dann technische Aspekte oder? Ja, das ist eine gute Frage. Qualität in dem Sinne war für mich gemeint, dass wir nicht reine Blockbuster machen wollten. Mhm. Das heißt, die Buchstaben sollten einen Flow haben. Mhm. Die Buchstaben sollten eine Ausgeglichenheit haben. Mhm. Die Buchstaben sollten eine Proportionalität haben. Mhm. Die Buchstaben sollten besetzt sein mit einer Komposition. Das heißt, es ist nicht ein wildes an die Wand gehen und da irgendwie was machen, sondern eine innere und eine äußere Auseinandersetzung. Die äußere Auseinandersetzung ist das Material letzten Endes, aber auch der Hintergrund. Mhm. Der Hintergrund gibt ja auch einen atmosphärischen Aspekt auf das Bild. Mhm. Ja, das heißt, wie setze ich die Buchstaben? Und ich kann dir nur eins sagen, wenn Weißes was vorgezogen hat und der Typ hat nur einmal gezogen, diese Riesendinger. Ja, mhm. Hat keinen einzigen Strich zweimal gezogen. Mhm. Ja, und es ist so, man sagt ja über Dondi, der hat zwischen zwei Trains diese geilen Dinger gemacht. Mhm. Mhm. Also ich will jetzt nicht Beises im Stilistischen mit Dondi vergleichen, aber was ich vergleichen will, ist die Fähigkeit, einen engen Raum hochgradig proportionale Striche zu ziehen. Das hatte der drauf gehabt. Mhm. Und er hat die sehr schwungvoll drauf gehabt. Mhm. Dieses Schwungvolle meine ich mit qualitätvoll. Diese Ausgeglichenheit, die Symmetrie, ja, das sind ja verschiedene Faktoren, die letzten Endes ein Bild etwas ästhetisch wirken lassen. Ja. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Ja, total, absolut. Ich finde, ist auch super schwer zu beantworten. Ich meine, du hast es ja, glaube ich, schon ganz gut so zusammengefasst, dass man diesen subjektiven Aspekt im Stylewriting, dass man den ja immer hat. Also es soll heißen, du kannst, ja, wie sagt man, du kannst eine Banane nicht mit einem Apfel vergleichen. Also es sind ja teilweise sehr unterschiedliche Ansätze, die da sind. Und umso wichtiger finde ich, dass man sich halt überlegt, was kann man denn anlegen, um eine gewisse Form von Präzision, Qualität, ne, dann auch rauszuarbeiten. Und dann, ich glaube, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Ich glaube, was man halt heutzutage ganz viel sieht, und das scheint aber einfach auch ein Megatrend zu sein, ist, dass eben Technik nicht mehr so einen hohen Stellenwert bei vielen hat, die jetzt eben anfangen oder Jüngere, die jetzt vielleicht irgendwie im Bombing halt sich positionieren. Diese Roughness, diese Ugliheit, ne, die man da auch teilweise sieht, glaube ich, sowas wäre damals wahrscheinlich nicht drin gewesen, wenn man auffallen möchte oder so. Ne? Da war das wahrscheinlich ein No-Go-Kriterium zu sagen, ja, das ist irgendwie schlampig oder das sieht scheiße aus oder es ist drippy, whatever. Ja, man kann das schon machen, die Dinge so irgendwie benennen, so wie du es gerade gesagt hast, hat immer so auch eine zweite Seite. Jemand kann sich ja in diesem Weg auch noch finden. Ja, also bevor der Samen richtig anfängt zu keimen, vielleicht möglicherweise die Knospen anfangen zu blühen, sollte man nicht gleich etwas zunichte machen. Mhm. Ja, sondern, und das ist in den 90er Jahren in Berlin gang und gäbe gewesen, Mann. Ja, ich kenne so viele Writer, die so viele Potenziale hatten, die lediglich aufgehört haben zu sprühen, weil der Druck von außen so hoch war. Die Qualität von Berlin, von den 90er Jahren, hat eine enorme, wie soll ich sagen, Kraft gehabt, aus einem Grund, weil wir so fokussiert waren, was ist Stylewriting und was ist nicht Stylewriting, was ist gut und was ist nicht gut und wer bestimmt das Gute und wer bestimmt nicht das Gute. Und es gab so einen Common Sense. Ja? Und da gab es gewisse Player, die das letzten Endes bestimmt haben. Und alles, was aus diesem Rahmen rausgegangen ist, wurde entwertet. Ja? Und derjenige, der im Grunde genommen sich nicht an das sich angelehnt hat, was einige Leute gesetzt haben, wie das ist das Gute, die wurden letzten Endes, die haben relativ früh aufgehört oder die wurden verdrängt, die wurden entwertet. Ganz großes Beispiel, das war zum Beispiel Escher. Der war eigentlich uns allen voraus. Und der hat sehr subjektive, interessante Aspekte gebracht. Oder aber auch Typen wie Oxbow. Ja? Oxbow ist jetzt jemand zum Beispiel, der hat auch ganz eigene Aspekte reingebracht mit diesen zerfransten, abgeschnittenen Teilen, die schon etwas sehr Originelles hatten. Tragischerweise bei Oxbow zum Beispiel,
ja, weiß ich von sehr guten Quellen, dass er immer wieder attackiert wurde von Leuten, von Gangbängern, die ihn abgezogen haben, die ihn geschlagen haben, mhm, ja, mhm, und die dann gesagt haben, ja, ich habe den Oxbo abgezogen, ich habe den Oxbo geschlagen, ja, und der Typ hat irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt, mhm, und hat aufgehört mit Writen. Mit dem Writing hat er, mhm, aufgehört. Ja, oder Writer wie Roy, die ein großes Potenzial hatten, weil sein Name so nah war an Rock, wurde der auch gezwungen, seinen Namen, also der aufzuhören oder einen anderen Namen zu nehmen. Ja, und da gab es viel Gewalt. Und das ist mehreren Leuten passiert, mhm, dass die dann aufgehört haben zu writen, weil du ja gesagt hast, Atmosphäre in den 90er Jahren, ja, auch. Ja, mhm. Und das würde ich auch da reinbringen wollen. Das klingt jetzt nicht unbedingt danach, als ob das ein sehr fruchtbarer Boden war für Newcomer oder eben, wie du sagst, Leute, die gerne experimentieren wollen. So, es war halt wahrscheinlich ein sehr hoher, wie gesagt, ein Druck innerhalb der Kultur, einem bestimmten Bild zu entsprechen. Und ich würde da ganz gerne anknüpfen, weil da würde sich für mich eine Frage anschließen. Und zwar würdest du dann sagen, dass so ein gewisser Kanon sich entwickelt hat, wie halt Stylewriting auszusehen hat, wie Pieces auszusehen haben, wie man das halt macht. Du hast auch von so Leitmedien gesprochen oder von Leitpersonen gesprochen. Ich könnte mir schon vorstellen, an wen du da denkst. Gab es dann sowas wie einen Einheitsbrei in der Folge, dass halt irgendwie alle so ähnlich gemalt haben? Also ich glaube nicht, dass es einen Einheitsbrei gab, aber es gab einige Protagonisten, wie zum Beispiel Adrian Nabi. Adrian Nabi ist kein Sprüher, aber der hat früher, ganz, ganz früh, schon in den 80ern so Tags gemacht, mhm, AAM, Adrian Artist Management. Und das ist eine ganz wichtige Schlüsselfigur in Berlin und insbesondere was Stylewriting angeht. Der hat einen sehr hohen Anspruch gehabt, ja? Und der war sehr, sehr gut connected mit Amok und Rock und Jay und Ski und Ash und später auch mit Ticket. Und er war ja selber mal in New York und hat mit Dondi so ein Interview gemacht und so weiter. Mhm. Der hat schon einen großen Einflussfaktor gehabt, was die Stylewriting-Richtung angeht. Dann Protagonisten wie zum Beispiel Odem, ja, oder wie Voss, ja, oder nicht so laut, aber es gab auch Protagonisten, die natürlich das sehr positiv beeinflusst haben in Berlin, Anfang der 90er, Sam zum Beispiel, ja, viel zu wenig rezipiert und ganz wesentliche Person. Mhm. Poet, auch sehr experimentierfreudig, ja, aber ich denke, dass da Personen wie Odem und wie, das ist meine subjektive Sicht, Adrian, enorm den Kanon geschnürt haben, mhm, sehr eng geschnürt haben, sehr, sehr eng, mhm, ja. Und ich kann mich daran erinnern von einem sehr guten Freund, der mir gesagt hat, es gab Workshops, die Odem gemacht hat. Mhm. Und wenn das da nicht in einem Kanon ungefähr war, wurden die Leute entwertet. Überleg mal, da kommt ein Typ, der will einen Workshop machen. Der will damit neu anfangen. Und du wirst gedisst. Mhm. Ja? Das heißt, du letzten Endes hast du zwei Varianten. Entweder Fight, Flight oder Freeze. Und in dem Moment, ich kenne einen Typen, der gesagt hat, Fight. Ja, zum Beispiel, ich rede jetzt hier von Akut zum Beispiel. Akut, mhm, ist jemand, den ich sehr schätze und würdige. Und der hat dann gesagt, okay, Alter, ich werde dich burnen. Ja? Mhm. Ich werde hier einen Style setzen, der hat dann in sich. Mhm. Aber dann gibt es Leute, die leider aufgehört haben. Mhm. Ja? Obwohl sie vielleicht ein Potenzial hatten. Das heißt, diese starke Reglementierung hat aus meiner Sicht dazu auch geführt, dass Anti-Style entwickelt wurde. Mhm. Ja? Wer so etwas eng schnürt, der macht den Platz auf für subversive, mhm, Strömungen. Ja? Mhm. Und letzten Endes, wenn wir das Regelwerk so eng schnüren, mhm, ist es ein sehr autoritäres System. Mhm. Und es verliert letzten Endes etwas ganz Wesentliches, mhm, die Spontanität und die Kreativität im Prozess. Ja, das heißt, wenn du ein Werk schaffen willst, wie ein Schlachtschiff, mhm, oder man hat es ja so gesagt damals, ja, oder ein krass entwertet wurdest, dann hast du auch nicht mehr starke Ausschläge nach rechts und nach links. Mhm. Wenn du jetzt meine Pieces anguckst in den 90er Jahren, habe ich immer wieder abgefahrene, ausgeflippte, völlig kontroverse Dinge reingebracht. Mhm. Und Poet genauso. Mhm. Poet ist jemand,
der massiv entwertet wurde in dem Odem-Buch, oder man hat den einfach nicht verstanden. Mhm. Ja, Poet ist jemand, der viel wagemutiger war und immer wieder sich neu erfunden hat, aus meiner Sicht. Ja? Das ist immer wieder meine Perspektive, das muss ich nochmal unterstreichen. Ja? Wenn wir schon bei Odem sind, ich meine, eine ganz, ganz wichtige Person natürlich in der Entwicklung des Berliner Graffiti-Styles, zumindest auch in der Rezeption außerhalb Berlins. Odem-Buch hat natürlich reingehauen. Ich glaube, er hat halt eine sehr große Präsenz. Jetzt würde mich das schon interessieren, weil du jetzt ja jemand bist, der dann einen gewissen Überblick hat und da damals letzten Endes auch dabei war. Auf was hat Odem dann eigentlich aufgebaut? Ich meine, was waren denn seine, sagen wir mal, First Steps oder wie, was meinst du, wie kam es zu dieser Entwicklung? Mhm. Auch da möchte ich jetzt nochmal, bevor ich meine Schilderung erwähne, ist das meine subjektive Betrachtung. Mhm. Also ich kannte Peter, so hieß Odem, ja, Ruhe und Frieden, hat der den Namen Source 6 gehabt. Mhm. Ja? Und wenn man die Pieces von Source 6 anguckt, sind die nicht im geringsten in der Qualität, die er dann vertreten hat mit dem Namen Odem. Ja. Also, nachdem er angefangen hat, Kontakt aufzunehmen mit Shaq, ja, und mit Sam und nicht zu unterschätzen mit Voss, ja, hat sein Stil gigantische Sprünge gemacht. Das heißt, aus meiner Sicht ist Peter Odem zu Odem geworden durch die Unterstützung von Shaq, Sam und Voss. Und viel später auch Amok. Ja? Also letzten Endes hat er sich darauf bezogen. Ja? Das ist meine subjektive Meinung. Wobei jetzt, wie gesagt, wir wollen mir jetzt gar, also es geht ja jetzt gar nicht darum, irgendwie rauszuarbeiten, ob da irgendwie eine Form von Biting da war oder so. Ganz im Gegenteil, sondern eher, dass so ein Humus da war, auf dem halt dieses Odem-Phänomen ja auch dann wachsen konnte. Ne? Nee, also Biting will ich das gar nicht benennen, sondern schau, im Türkischen gibt es ein Sprichwort. Mhm. Und der besagt im Grunde genommen, wenn zwei Pferde miteinander im gleichen Stall sind, dann wirken die aufeinander. Mhm. Der eine wirkt auf den anderen. Das heißt, Peter hat sicherlich auch gewirkt auf Scheck oder auf die anderen. Mhm. Ja? Weil er ist ja keine Tabula Rasa gewesen. Da kam er schon mit etwas. Mhm. Ja? Genau. Ja? Aber der Fruchtboden, der Dünger, in dem er sich befunden hat, es ist genauso auf mich auch zu beziehen. Hm. Ich muss gar nicht auf Odem gucken. Schau, ich habe relativ früh, ja, als ich 1988 angefangen habe, ich habe ja gesagt, Kontakt zu Roy gehabt, ja, und relativ schnell Kontakt mit Shaq. Hm. Ja. Und Shaq ist jemand in Berlin, der eine außergewöhnliche Stilentwicklung vollzogen hat. Und dann hatte ich relativ schnell Kontakt mit Cage und mit Serre. Serre ist derjenige, der später dann Poet oder auch später Chaos gemalt hat. Mhm. Oder aber auch Wild gemalt hat. Mhm. Er hat viele Namen gehabt. Mhm. Das heißt, der Nährboden, in dem ich war, und da kannst du fragen, wer hat dich zum Beispiel gekonnt am Anfang inspiriert? Mhm. Da kann ich ganz klar dir sagen, dass eben ich von Shaq, von Cage inspiriert wurde. Mhm. Kann ich ganz ehrlich, ganz offen hier sagen. Ja? Mhm. Und dann, wenn du sagst, wer hat dich in New York inspiriert, mhm, dann kann ich dir ganz klar sagen, Case 2. Mhm. Ja? Am Anfang, in der Anfangsphase. Warum Case 2? Und das sehe ich gar nicht als Biting, sondern wenn du, also gehen wir mal einen Schritt zurück. Mhm. Wenn du früher in der Akademie, Kunstakademie, studiert hast, mhm, musstest du die alten Meister nachzeichnen, mhm, nachmalen. Caravaggio musst du oder andere Große musst du letztendlich was, wie die das Licht, den Lichteinfall, die Proportionen, die Elemente, die Symbolik, die sie verwendet haben, das musstest du als Neuling, als Novize, mhm, erstmal erlernen. Mhm. Ja, und das ist kein Biting. Dieses Wort Biting ist ein spezifisches Kulturgut im Graffiti bzw. Stylewriting. Letzten Endes ist der Anfang, wie soll denn jemand lernen? Und in der Psychologie haben wir den Begriff Lern am Modell. Der Mensch ist jemand, der seine Fähigkeiten entfaltet, indem er guckt, wie es die anderen machen. Mhm. Das heißt, es ist letzten Endes eine Reduktion, wenn wir es als Biten bezeichnen. Ja? Es ist letzten Endes aus meiner Sicht heutzutage eine Inspirationsquelle, um dann sein eigenes zu entwickeln. Ja? Es ist halt eine Gratwanderung, weil du
und das hatte ich, glaube ich, an mehreren Punkten in dem Podcast auch schon erwähnt, ich glaube, du kannst das Rad halt einfach nicht mehr neu erfinden. Also es gibt, allein schon die lateinischen Buchstaben sind halt einfach als Rahmenbedingungen gesetzt. Und ab da, ja, gab es wahrscheinlich so grundlegende Fortschritte immer wieder, wie man das halt weiter abstrahiert oder wo man da mal eine Abzweigung nimmt, das schon. Aber heutzutage befinden wir uns ja in so einer absoluten Reizüberflutung. Es gibt so viel, was man sieht. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch technische Möglichkeiten, die es vielleicht in den 90ern ja noch gar nicht gab. Aber nichtsdestotrotz, diese Gratwanderung zwischen ich lasse mich inspirieren oder ich mache Sampling, also ich entlehne quasi Elemente und bringe die vielleicht in eine neue Reihenfolge. Und auf der anderen Seite dieses klassische, ich mal was ab. So. Aber wie oft kommt denn das vor? Also ich glaube, dieses klassische Abmalen hast du wirklich, wenn überhaupt, nur bei Beginnern, bei wirklich klassischen Toys, die halt sagen, oh geil, ich finde das S geil und Kahn hat so ein geiles Haar, das nehme ich mal und so. Und dann kommen so typische Toy-Schöpfungen raus, was jetzt nicht mal abfällig gemeint ist, aber wo du genau siehst, okay, da gibt's noch gar keine eigene Form, Sprache oder da ist noch dieses Verständnis gar nicht davon, da einen eigenen Flow, eine eigene Dynamik nochmal zu transportieren. Also ich finde, diese Diskussion wird bei uns, ich weiß nicht, ob du mir da recht geben würdest, oftmals viel zu polarisierend auch geführt. Bin ich voll bei dir, sehr polemisch, ja und entwertend, ja. Und lass doch die Pflanze erstmal gedeihen. Und lass doch den Baum erstmal richtig mal stark werden, um dann seine Früchte zu geben. Ja? Und da würde ich erstmal das gewähren, ja, des Ausprobierens, ja. Und das ist der Lauf der Dinge. Ich habe ja eine Tochter, ja, und die guckt und macht dann was nach. Ja? Ja? Und das ist auch mit dem Writing. Ja? Lass gewährend, ja, mehr Offenheit. Ja, wäre wirklich eine gewisse Haltung, die wir benötigen, auch im Style-Writing. Mhm. Ja. Und nochmal einen Punkt würde ich noch ergänzen. Als dann Odem nicht mehr so stark in dem Berliner Raum so präsent war und auch Adrian Nabi mehr und mehr von Style-Writing sich herausgezogen hat und mehr dem Urban Art, dem Street Art sich gewidmet hat, gab es eine Explosion aus meiner Sicht in Berlin, was die Vielfalt des Style-Writings angeht. Da brauchst du nur die Pieces von Nick dir anschauen. Mhm. Ja? Was für eine, wie so eine Modifikation, was für eine andere Verformung, wie er stark in den Polen des gesetzten Rahmens, aber auch das Durchbrechen des Rahmens. Und das genauso gilt auch für Akut, ja? Und andere Style-Writer. Kannst du es so Jahreszahl technisch mal verorten, wann für dich so dieser Dammbruch war? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt mal mutmaßen, so 2003, 2004, kann das sein? Ja, das ist auch mit dem Buch mit Power of Styles auch verbunden. Ne? Und da wurde letzten Endes auch die Pieces von Try, also T-R-Y und Nick und Akut und andere Leute mehr und mehr hineingebracht. Ja? Mr. Ice oder auch Jack. Ja? Und die haben natürlich den Rahmen deutlich erweitert. Mhm. Gott sei Dank, aus meiner Sicht. Ja. Da waren diese Reglementierungen durchbrochen. Mhm. Ja. Das hat es echt gebraucht. Mhm. Ja. Wie gesagt, die Reglementierung in Berlin, was den Style-Writing angeht, hat aber auch eine enorme Qualität herausgebracht. Wir müssen beide Seiten uns anschauen. Ja. Also Odem seine Pieces, Voss seine Pieces und alle anderen von Kakao und von Sam und von Wasp wären nicht zu dieser Qualität gekommen, wenn es nicht so eine krasse Ausrichtung gewesen wäre. Das hat auch viele Leute erschreckt oder verschreckt oder aber auch verdrängt. Ja, hat so ein bisschen was Darwinistisches, ne? Survival of the fittest. Und nur die konnten sich durchsetzen, die dem Druck standhielten. Das konntest du natürlich nicht nur dann standhalten, wenn du aus meiner Sicht, das ist jetzt wieder meine Sicht, eine Crew hattest. Ja. Mhm. Ja? Weil es gibt ja dort zu dieser Zeit einige Global Player. Mhm. Und dazu zählt aus meiner Sicht GFA. Mhm. Ja? Tragisch, dass es diese Crew nicht mehr so richtig gibt. Ganz tragisch. Ja? Weil aus meiner Sicht war GFA und also GFA und GHS so eine geschwisterliche, zwei geschwisterliche Crews. Mhm. Ja?
Es gab natürlich auch immer wieder kompetitive Sachen. Mhm. Da kann ich eine kleine Story mal erzählen. Ich war sehr, sehr eng mit Serre und also später Poet. Mhm. Und ich war öfters bei ihm zu Hause. Und dann hat er gesagt, siehst du diese Stelle da, diesen Rooftop, die ist so geil, Mann. Aber mhm. da sind so viele Autos. Die ganze Zeit fahren da Autos lang. Es gibt keine ruhige Minute. Die würde ich so gerne machen. Hat er mir so gesagt, dann dachte ich so, alright, Alter, jetzt hast du mir was gegeben. Mhm. Ja, jetzt habe ich einen Challenge. Ja. So, und dann eines Tages habe ich da diesen Rooftop gemacht, ohne ihn. Ja. Und dann hat er das am nächsten Tag gesehen und konnte das nicht auf sich sitzen lassen. Ist er gleich an dem Abend nochmal rauf und hat auch nochmal sein Piece daneben gemacht. Mhm. Ja. Also es war so ein freundschaftlicher, liebevoller, mhm. wertschätzender, kompetitive Herangehensweise mit GFA. Okay. Mit SOS war es ganz anders. Mhm. Ja? Insbesondere wegen dem Protagonisten Odem und bei uns dem Protagonisten Wesp. Mhm. Zwei Alpha-Tiere. Mhm. Ja? Mhm. So, und da gab es natürlich nicht unbedingt immer, wie soll ich sagen, Konsens. Ich persönlich hatte mit Odem nie Probleme. Mhm. Ja? Ja, ich habe mich mit ihm sehr gut verstanden. Okay. Und SOS war letzten Endes retrospektiv betrachtet in der Konstellation unerreichbar im Stil zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Das muss man jetzt im Nachhinein sagen. Protagonisten wie Scheck, Amok, Odem, Voss, Sam, das war ja der Creme de la Creme damals. Das heißt, uns blieb letzten Endes, das habe ich ja auch in einem Buch gesagt, die Latte bei Scheck und Odem noch nicht am Anfang, Scheck und Amok, als ich angefangen habe, mhm. war so hoch. Was habe ich gemacht? Ich habe gedacht, ich mache so viele Panels und so gute Panels, wie es geht. Mhm. Ja? Das heißt, diese Leute haben an dem Hall of Fames, Scheck nehme ich mal raus, Scheck hat doch immer wieder auch Panels gemacht, die haben so gute One-Pieces gemacht. Mhm. Ja? Und da habe ich gesagt, wo ist meine Nische? Und meine Nische habe ich gefunden, indem ich Trains gemalt habe. Ich habe ja sprühen gelernt auf Zügen. Mhm. Ich bin alleine in dem Wannsee-Layup gewesen und habe dort Panels gemacht. Mhm. Ja? Und dann später viele, viele Panels mit Wesp. Mhm. Ja? Und da haben wir versucht, keine einfachen, blockigen Buchstaben oder Bubble zu machen, schon dann so ein stilvolle Panel zu machen. Mhm. Semi-Wild-Styles, würde ich heutzutage sagen. Ja? Und diesen Begriff kannte ich damals gar nicht, aber mhm. heute nennt man das so. Ja? Und nochmal zurück zur SOS. Das heißt, GRS aus meiner Sicht konnte dann durch diese enorme Wucht, enorme Präsenz zeigen, wer hier letzten Endes, was das Bombing, was das stilvolle Bombing angeht, wer da letzten Endes der Leader ist. Mhm. Ja? Ja? Und gleichzeitig muss ich sagen, natürlich im Nachhinein, wir dürfen RCB nicht vergessen. Wäre RCB und GRS nicht gewesen, behaupte mhm. ich, wäre es sowas wie One-Up, wäre nicht entstanden in Berlin. Mhm. Ja? Ja, weil wir RCB und GHS aus meiner Sicht, man muss schon sagen, RCB mit, also Light mit seinen Rooftops und Pieces, der war so All-City-Mann. Mhm. Der Typ war hardcore drauf. Ja? Ich muss sagen, der hat dann uns getoppt. Muss man schon nachhinein sagen. Ja? Respekt zollig an das, was er gemacht hat. Ja? Das kann ich schon auf jeden Fall im Nachhinein sagen. Ich kann das, hat es auch an der Stelle schon mal gesagt, Ende der 90er Jahre war ich das erste Mal in Berlin so richtig und da kann ich mich natürlich noch gut ans Stadtbild erinnern und da war das wirklich wahnsinnig dominierend. Also das Streetbombing auf so einem Level und so einer Wucht, das fand ich natürlich total krass. Also sowas habe ich in der Form ja auch noch nie gesehen gehabt. Also es war beispiellos so. Auf jeden Fall krass. Ich würde ganz gerne den Bogen schlagen und zwar, wir befinden uns ja jetzt im Berlin der frühen Mitte-90er sowas und ich finde, da ist ja noch was Spannendes passiert und zwar hat ja dann die Style-Entwicklung, die in Berlin dann schon recht fortgeschritten war, würde ich sagen, hat er dann so über die Grenzen hinaus diffundiert. Soll heißen, wir haben Medien plötzlich gehabt in Berlin, wie zum Beispiel die Backjumps, Overkill Mag, die dann auch in ganz Deutschland natürlich logischerweise verkauft wurden. Man hat es gesehen und hat es dann auch dementsprechend als Richtschnur genommen. Wow, da geht was stylmäßig, das ist wirklich krass. Und zum Zweiten sind ja Berliner auch nach Westdeutschland und haben dann da, ich
ich sag's jetzt mal ganz salopp, missioniert oder so. Also haben dann auf jeden Fall auch den Style und die Philosophie nach außen transportiert. Wie war das denn damals? Also warst du dann da auch mit dabei bei so Touren dann durch Westdeutschland oder ich denke an diese Jam-Besuche, die es ja da auch gab etc., wo dann so eine Form von, wie sagt man, Berliner Kolonialisierung stattgefunden hat? Ja, das ist ein guter Aspekt. Also ich glaube, es bedarf einer gewissen Rehabilitation von Berlin. Rehabilitation meine ich der Entledigung dieses Gewaltpotenzials, Berlin 2.0 oder 3.0. Ja? Und das, was damals aus retrospektiv betrachtet eine Frechheit und eine Unverschämtheit gegenüber Helge war, ja? Weil der Sache selbst willen hat Helge dort eine großartige Sache organisiert. Und das ist dieser Punkt, den ich meinte, dass im Stylewriting oder in Graffiti etwas Toxisches hineinkam. Ja? Und das heißt, die Gangbanger, die jetzt nicht unbedingt Writer waren, haben von Writern mitbekommen, dass es in Frankfurt eine Jam gibt. Die sind da einfach mitgekommen. Das waren Gangbanger, aber auch viele Sympathisanten. Wir sprechen jetzt gerade von der Spring Jam in Frankfurt 1992. Genau, 1992. Ich war ja da und habe da eine Leinwand gehabt. Ja? Ursprünglich sollte Shaq, Amok und Chaos eine Leinwand malen. Und Chaos ist nicht gekommen und dann dachte ich, okay, da ist eine leere Leinwand, ich nehme die jetzt, ja, und habe da eine Leinwand gemalt, ja, ja, und das heißt, von Berlin waren wir zu dritt dort repräsentiert. Also ich war gar nicht richtig eingeladen, habe einfach Bum Rush mir das genommen, ja, und das hat zu dem damaligen frechen Göckern irgendwie dazugehört, ja. Und also, weil du gefragt hast, ob ich da irgendwie mit beteiligt war, graffiti-mäßig an der Leinwand definitiv. Ich habe von den Schönebergern mitbekommen, was die da vollzogen haben. Und retrospektiv betrachtet, hat das Berlin sehr geschadet. Ja? Ja? Und bis heute steckt dieses Etikett. Ja? Und deswegen bedarf es einer Entledigung. Ja? Ja? Deswegen bedarf es einer neuen Annäherung. Ja? Und eine neue, wie wollen wir uns definieren? Definieren wir uns als ein gewaltverherrlichendes Stylewriting-Anhänger oder haben wir die Haltung, wir wollen auch aufgrund der Kompetenz geschätzt und gewürdigt werden, ja? Und nicht durch Hass und Gewalt? Also du hattest jetzt gerade schon das Spring Jam angesprochen, da ging es ja um Gewalt, klar, und um dieses Gangbanging dann auf einem ganz anderen Niveau nochmal, im Sinne von, da wurde dann eben eine Veranstaltung krass übernommen und gesprengt auf gut Deutsch. Mir geht es aber auch darum, inwieweit dann der Berliner Style, die Berliner Style-Kultur im Austausch getreten ist mit bereits vorhandenen Szenen, wie zum Beispiel Rhein-Main, München, Ruhrpott. Wie hast du das miterlebt? Was gab es denn da für Schnittmengen? Ich habe da konkret ganz selber mitgestaltet. Es gibt andere Protagonisten, die deutlich intensiver das mitgestaltet haben. Dazu komme ich gleich. Bleiben wir mal erstmal noch bei mir. Ich war persönlich in Frankfurt und habe dort Trains gemalt. Habe mit Bomber Trains gemalt, aber auch Wände. Ne? Ich weiß, dass Amok dort einen Streckenpiece auch gemacht hatte. Ich persönlich war in anderen Städten, wie auch in München, und habe auch dort Wände gemalt. War bekannt mit Cowboy und Von. Ja? Und habe dort meine Einflüsse auch gehabt. Also aber auch nicht nur in Deutschland, sondern auch außerhalb von Deutschland, wie Dänemark und Amsterdam. Da habe ich schon mitgewirkt. Ja, aber es gibt Protagonisten, die deutlich mehr mitgewirkt haben als ich. Ich zähle erstmal hier Wesp. Wesp hat zeitlang in Hannover gelebt und hat aus meiner Sicht den hannoveranischen Stil deutlich mitgestaltet. Ja? Dann war Wesp nachher in Dortmund, im Ruhrpott, und hat massive Veränderungen mitgebracht. Ja? Das heißt, es gibt, wenn man den Dortmunder Stil anguckt, enorme Veränderungen. Ja? Es gab aber auch schon in, das muss man sagen, und da auch wirklich Butter bei der Fische, es gab schon Leute in Westdeutschland, wenn wir diesen Begriff Westdeutschland noch verwenden wollen, gab es schon Protagonisten, die außerordentlich gut gesprüht haben und aber auch genauso gut waren wie die Berliner. Dazu zähle ich Kane, ja, Peso, ja, und später Kent. Eindeutig. Und die haben eine enorme Qualität schon gebracht gehabt. Ja. Natürlich
gab es zum Beispiel Beises, der war ja in Stuttgart in einigen Jams und hat dort seine geilen Sync-Pieces reingebracht. Ja, das ist ja auch der gleiche Typ. Mhm. Und der hat natürlich auch ziemlich eine Tragweite dort unten in Stuttgart gehabt. Oder anders gesagt, Stuss, der dann in Bremen war und hat dort seine krassen Styles auch rausgebracht. Stuss ist jemand, der viel zu wenig gewürdigt würde. Zum Beispiel gibt es ja einige Giganten in Berlin, die so medial präsent sind, mhm. man denkt, das ist das Einzige, was mhm. Berlin zu bieten hat. Da wird eine Qualität übersehen, wie zum Beispiel, wie gesagt, Stuss, Sam. Ja, das sind Leute, die enorme Qualität auch mitgebracht haben. Du hast jetzt Protagonisten erwähnt aus Berlin, die wirklich massiv prägend waren. Du hast ja gerade schon von Wesp auch erzählt, dass der auch in bestimmten Städten dann seinen Fingerabdruck hinterlassen hat. Und trotzdem, wenn man von Berlin spricht, ich glaube, es gilt auch für andere Städte, dass es dann eben so Lichtgestalten gibt, die alles überragen. Wie erklärst du dir das? Ist es anhand der Kompetenz abgeleitet oder ist es medial transportiert? Gibt es da irgendwelche Faktoren, die dafür sorgen, dass dann einfach so ein Prozess einsetzt, warum bestimmte Leute dann mehr Aufmerksamkeit bekommen? Es ist, glaube ich, unserer Zeit geschuldet. Mhm. Was meine ich damit? Nicht das Was spielt eine Rolle, sondern wie spielt eine Rolle. Und was ich damit genau meine, ist, wie laut ist jemand? Ja? Also, angenommen, ein Mensch, den ich sehr schätze, Sam, ja? Der ist nicht laut. Mhm. Der ist hochgradig kompetent, aber der ist nicht im geringsten so laut wie Odem. Und wir Menschen neigen dazu, das Laute besser zu hören als das, was vielleicht leise ist. Mhm. Das etwas, was leise ist, ist nicht minderwertig. Und dazu muss man sagen, dass Odem natürlich auch durch dieses Buch einen enormen Verbreitungsgrad hatte. Ja. Und der hat ja in dem Buch massiv, also Inka hat dazu in ihrem Podcast gemacht, man vermutet ja, dass nicht alles stimmt. Aber wie auch immer, das Buch hat eine Tragweite gehabt ja. und einige Leute wurden dort massiv entwertet. Und einige Leute haben auch jahrelang aufgehört zu sprühen, wie zum Beispiel Sam, mhm. der dann irgendwann später nochmal angefangen hat. Da gab es eine krasse Verleumdung. Ja? Mhm. Und das stimmt überhaupt nicht, ja? dass er ein Spitzel gewesen sein soll. Mhm. Das ist eine Verleumdung, das ist eine große Frechheit. Ja. Ja? Und aber auch Entwertung wie Poet. Ne? Mhm. Poet wurde auch entwertet. Ne? Mhm. Diejenigen, die laut sind, werden schneller gehört. Ne? Und Voss zum Beispiel ist überhaupt nicht laut. Und der ist aber gigantisch gut gewesen. Also der Name Odem wird viel mehr rezipiert als der Name Voss. Und ich vermute, da das Voss in dem Buch wie so ein kleiner Junge dargestellt wird, den Odem so als Ziehjunge hat, sehe ich im geringsten nicht so. Als ich 1989ja, Voss kennengelernt habe und er hat in Schöneberg war ich mit ihm, mit dem späteren Try, vorher hat der Stope gesprüht, waren wir bei ihm und Voss hatte damals Skizzen gehabt, die waren gigantisch gut, deutlich besser als die Skizzen von Odem damals mit Soul Six. Das heißt, diese Leute sind aber nicht so laut gewesen wie Peter. Ja? Und Peter ist sehr laut gewesen und hat dadurch eine ganz große mediale Wirkung gehabt. Er ist auch sehr gut, ja. Und aber auf deine Frage könnte ich nur so antworten. Mhm. Ja? Okay, ja, das ist doch rund beantwortet auf jeden Fall. Also wir haben jetzt schon ganz, ganz viel über Berlin gesprochen, wir haben über History gesprochen, Kultur, auch einige Protagonisten beleuchtet. Jetzt wird es mir natürlich schon sehr, sehr wichtig sein, auch dich noch mehr zu beleuchten und zwar auch stilistisch die Entwicklung. Also du hast eben in den späten 80ern angefangen, hast dann in den 90er Jahren auch ein paar Namenswechsel vollzogen und bist dann mit Khan bekannt geworden und nicht nur auf Wand, sondern eben auch auf Train. Du hast auch schon von Semi-Wild Styles gesprochen. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie würdest du deinen Style eigentlich beschreiben? Also was macht deinen Style aus? Mein Style ist ein fluides System. Fluid meine ich im Sinne von Bruce Lee, be water, my friend. Ja? Wasser passt sich an. Wasser ist flexibel, Wasser ist lebendig, ja? Wasser ist in Strömung, Wasser ist in Bewegung. Ja? Und so ist auch mein Style. Ja? Ja, es gibt
Immer wieder Intentionen, Absichten, wo ich dann denke, oh, jetzt will ich hier etwas Neues mal ausprobieren. Ja? Ich will auch über den Tellerrand hinausschauen. Hm? Mein Style, der ist im Grunde genommen auch, lässt sich inspirieren durch die Natur. Ich schaue mir Berge an, ich schaue mir Bäume an, ich schaue mir Pflanzen an, schaue mir die Formen und die Farbgebungen an. Farbe spielt für mich eine große Rolle, weil das letzten Endes ein Ausdruck meiner Emotionalität ist. Das heißt, in der Farbgebung versuche ich schon, meine Emotionen darzustellen. Ja, das heißt, mein Innenleben wird ausgedrückt durch die Farben. Ne? Mhm. Und das ist ja immer im Wandel. Ich bin ja nie der gleiche Gökhan. Der heutige Gökhan ist wiederum ganz anders als vor 5 Wochen oder vor 2 Jahren und der kommende Gökhan. Das heißt, die Stimmung wandelt sich ja. Und das versuche ich in die Pieces auch hineinzubringen. Wenn ich zum Beispiel sehr geschmeidig bin, ja, dann habe ich mehr rundere Formen. Ja? Ja, dann habe ich mehr eine Synthese. Wenn ich mehr ausgeglichen bin, entsteht die Synthese durch die Integration der eckigen, kantigen und runden Elemente. Und das ist ein Ausdruck, den ich dann an die Wand versuche ranzubringen. Mhm. Wenn ich sehr auf Krawall gebürstet bin, ja, oder wie soll ich sagen, die innere Aggression, die innere Wut stark präsent ist, bin ich. Wie von Star Wars diese krassen Schiffe, ja, mit vielen Ecken und Kanten. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel das letzte Piece, was ich in Freiburg gemacht habe, mit dem coolen Typen Beat. Ja. Dieses Riesenkahn, das ist so ein letzten Endes sehr kantig und eckig. Sternenzerstörer. Mhm. Ja. Das heißt, das würde ich sagen, das ist immer mit der inneren Gefühlslage auch verbunden. Mhm. Das unterschätzt man oft, weil oft wird ja von außen gesagt, naja, Graffiti und Style-Reitung, das ist ja eine Ego-Nummer. Da geht es ja nur um ich. Mhm. Ja? Und das möchte ich etwas entkräften. Es geht in jeder künstlerischen Darstellung geht's immer um ein Subjekt. Ja? Wenn ein klassischer Künstler ein Gemälde malt, ist das eine subjektive Interpretation eines Phänomens. Mhm. Das heißt, das Ich ist immer dabei. Es müsste eine Ich-Auflösung vollgezogen werden. Dann wärst du aber schon in der Psychiatrie, ja, wenn es kein Ich mehr gibt. Ja. Das heißt, wenn das Ich da ist, gibt es auch immer wiederum eine Ego-Nummer. Mhm. Ja. Das heißt, das kann man sich davon nicht lösen, aus meiner Sicht. Aber es endet ja nicht bei der Ego-Nummer. Das ist zu reduktionistisch. Wie kommt es, dass ein Writer, ein Style-Writer, repetitiv, wiederholend, über 20, 30 Jahre seinen Namen letzten Endes anders an die Wand bringt. Mhm. Ein Beispiel. Ich bin in Augsburg, bin an der Wand, sprühe dort unter der Saison Hall of Fame, da kommen so Jugendliche, 15, 16, 17, und die fragen mich so, sag mal, wie lange sprühst denn du? Ja? Dann habe ich gesagt, über 30 Jahre. Ja, der sieht ja so einen alten Mann mit weißen Haaren, ergrauten Haaren. Ja, die waren dann etwas erstaunt. Das Bild passt einfach nicht. Da ist eine Irritation auch. Mhm. Ne? Writing wird so mehr dem Jugendlichen mehr zugeordnet. Das hat ja auch dort angefangen. Mhm. Ja, wenn du Style Wars den Film anguckst, wen hat es denn angesprochen? Überwiegend die Jugendlichen. Mhm. Nicht ein 60-Jähriger hat angefangen, nachdem er den Style Wars angeguckt hat, an die Wand zu gehen. Habe ich noch nie gehört. Will ich nicht ausschließen. Mhm. Aber überwiegend neue Leute, junge Leute, weil die Ich-Konstruktion noch nicht vollzogen wurde. Das heißt, es ist eine sehr stark identitätsstiftende Maßnahme gewesen. Das ist, muss ja nicht unbedingt Style-Writing sein. Du kannst auch Klavier anfangen, Musik machen, um eine Ich-Identität zu entwickeln. Meinst du eigentlich, dass es in der Entwicklung eines Style-Writers sowas wie ein Lebensphasenmodell auch gibt? Also je nachdem, in was für einer Lebensphase du dich befindest, kannst du Steps machen oder auch nicht? Ja, bin ich voll davon überzeugt. Wenn du nicht eine angemessene Antwort auf die aktuelle Lebensphase findest, stagnierst du. Ja? Das heißt, das Leben stellt dich immer wieder in Probe und stellt dir eine Anfrage. Das Leben stellt dir eine Anfrage.
Und darauf hast du zu antworten. Das heißt, die Anfrage, die ich mit am Anfang des Styling hatte, Graffiti hatte, ist doch nicht die gleiche wie mit 46 Jahren. Ja? Mhm. Als ich damals mit 13 angefangen habe, da gab es natürlich keine stabile Ich-Konstruktion. Ja? Da muss ich mich erstmal finden. Mhm. Da muss ich erstmal nach außen gehen. Deshalb ist es verständlich. In diesen Jahren treten wir sehr stark nach außen. Mhm. Wollen wir gesehen werden? Wollen wir die Anerkennung? Und das ist verständlich. Auch ein Musiker würde das machen. Mhm. Auch ein Balletttänzer würde erstmal Anerkennung aufgrund seiner Kompetenz. Denn wir sind ja selbstwirksam. Der Graffiti-Writer, der Style-Writer entwickelt eine Selbstwirksamkeit. Denn wenn wir rausgehen, machen wir Planungen, wo wollen wir sprühen, wir bereiten uns vor, das Körperliche, das Leibliche ist mit dabei, wir klettern über irgendwelche Dinge, wir gehen an die Wand, wir checken ab, wir haben unsere Sinnesorgane sehr aktiv. Ja? Und wenn wir die Arbeit dann vollzogen haben oder das Werk geschaffen haben, schauen wir uns es an, gucken uns, sind kritisch mit uns. Das ist so komplex. Mhm. Ja? Und wenn wir einem Werk geschaffen haben, gibt es auch uns die Gewissheit, ich kann etwas bewirken. Ich habe etwas geschafft. Es bedarf an Mut. Ja? Es bedarf an, also wenn ich an ein Training gehe, dann zeige ich ja auch, ich habe ein Risiko. Mhm. Ich nehme dieses Risiko auf und ich kann gebastelt werden. Mhm. Aber ich habe es vollbracht und das letzten Endes gibt ja auch eine Ich-Stärkung. Es ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Oder wenn ich an einer Wand bin und dort eine Wand sprühe, und dort tatsächlich das Werk vollziehe, was es mir dann irgendwann gefällt. Das ist auch eine Selbstwirksamkeit. Mhm. Heutzutage, das sehe ich etwas kritisch, gibt es ja Personen, die die Skizze am Rechner machen, dann die Skizze an die Wand projizieren, dann die Skizze komplett an der Projektion dann abmalen. Mhm. Ja? Das ist eine bestimmte Herangehensweise. Okay, aber da geht für mich was verloren. Ja, da geht die gewisse Offenheit und das spontane Handeln voran. Solange derjenige, der mit dem Projektor an die Wand geht, sich erlaubt, immer noch offen zu sein und flexibel auf das Werk eingehen zu können, finde ich das in Ordnung. Mhm. Aber ansonsten ist es eine reine funktionale Tätigkeit. Ja? Und da ist die schöpferische Tätigkeit etwas zu kurz, aus meiner Sicht. Ich glaube, du sprichst gerade einen Punkt an, der sehr, sehr, sehr wichtig ist, und zwar die Parameter Technik und performative Kunst. Also ich glaube, dass wenn man das, wie du das jetzt beschrieben hast, wenn man Stylewriting so sieht, dass man sagt, es ist ein performativer Akt, ich gehe irgendwie raus, ich gehe an eine Wand oder an einen Train oder was auch immer, es muss nicht unbedingt illegal sein, es kann auch legal passieren, aber du hast dieses Performative mit Bewegung, mit Dynamik, mit auch Spontanität, die dazu gehört, dann kommt logischerweise was anderes bei raus, als wenn man jetzt diesen technischen Aspekt voranstellt und sagt, ich habe halt eine konzeptionelle Vorstellung davon, wie das auszusehen hat und ich arbeite das jetzt wirklich nach Schema durch, ne? Raster das auf oder projiziere und ich will aber exakt genau dieses Ergebnis haben. Das ist eine ganz andere Denke, glaube ich. Ne? Also das ist ein ganz anderes... Absolut, es ist so wie du sagst, es ist ein ganz anderes Denke und meine Vermutung ist, es ist der Zeit geschuldet. Wir leben in einer enormen Selbstoptimierungsphase. Ja? Mhm. Wir leben in einer außerordentlich hochgradigen, perfektionistischen gesellschaftlichen Form. Aus meiner Sicht darf man in diese Falle nicht reinfallen. Mhm. Ja? Ein Künstler sollte seine Offenheit bewahren, wenn man sich als Künstler bezeichnet. Mhm. Wenn man sagt, ich bin ein Handwerker, der mein Handwerk jetzt funktional betreiben will und perfektionieren will, dann ist es, kann man es so sehen, ist in Ordnung. Mhm. Aber da würde ich mich nicht einordnen. Ja? Ich bin ein kreativer, geistiger, freier, schöpferische Tätigkeit, ist mein Anspruch, möchte ich mehr pflegen, weil es zu meinem wesentlichen Kern gehört, Kreativität, Spontanität, intuitive Kraft zu aktivieren und das an die Wand zu bringen. Mhm. Und das Technische, wenn man so an die Wand geht, was ja im Grunde genommen bei den Street-Art-Leuten gang und gäbe ist, dass sie irgendwas an die Wand projizieren, ist ja in Ordnung. Das heißt, hier merkt man wieder, dass wir uns gegenseitig aufeinander wirken. Wir wirken auf die Street-Art-Leute und die Street-Art-Leute wirken auf uns. Und hier muss man meines Erachtens etwas aufpassen, wie man sich von denen beeinflussen lässt. Mhm. Wenn das Dekorative, das Perfektionistische zu viel Einfluss nimmt
und das Leserliche, das Common Sense, das, was in der Gesellschaft als schön betrachtet wird, schön, dass es einen Hase, schön, dass es was weiß ich, an die Wand gesprüht wurde. Das ist, kann schön sein, aber wenn das meine Ausrichtung ist, besteht meines Erachtens, könnte die Gefahr bestehen, dass Stylewriting außerordentlich mehr in die Richtung der Lesbarkeit hingehen wird, dass Wildstyle mehr und mehr in den Hintergrund geraten wird. Ja? Und da ist doch die Frage, welche Haltung haben wir als Stylewriter? Wollen wir der Allgemeinheit gefallen? Wollen wir der Allgemeinheit endlich mal auch einen fruchtbaren Boden bekommen? Und tun wir das, wenn wir uns anpassen? Oder können wir das eigene beibehalten, die Authentizität, und dort eine Synthese schaffen? Ja? Synthese heißt, teilweise partiell auch das Lesbare hineinfließen lassen, aber nicht aus meiner Sicht so das Gestalten, dass ich für denen gefallen will und für die das Peace mache. Und wenn man das so macht, ist auch okay, weil es eine Kommerzialisierung, eine Professionalisierung kann das auch sein, ist es auch okay, aber da müsste man ein Augenmerk drauf haben. Ja? Wieso mache ich etwas? Und was verleitet mich dazu, das so zu tun? Da habe ich übrigens, wenn wir jetzt schon bei dem Punkt sind, so Kommerzialisierung, Auftragsgraffiti, sage ich mal, die Schnittmengen zur Street Art, da habe ich jetzt vor kurzem erst eine Aktion mitbekommen, gerade auch in Berlin, die, als ich es gesehen habe, konnte ich es kaum glauben und fand es super positiv und super geil. Da wurde ein sehr großes Bild in Gedenken an Maxim gestaltet. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man jetzt vielleicht von dem Comic-Character absieht, wo man sagt, okay, da kann man jetzt vielleicht noch rauslesen, das hat jetzt einen gewissen Street-Art-Impuls oder man kann erkennen, was es ist sozusagen. Der Rest war schon super straight Style-Writing und gar nicht gefällig oder so, sondern da hat einfach, das war eine Collage eigentlich an verschiedenen Styles von wichtigen Protagonisten aus der Berliner Graffiti-Kultur. Und es hat mich total gefreut, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, okay, krass, ich meine, jetzt wurde mal so eine große Brandwand hergenommen, um sowas zu malen und es wurde jetzt nicht versucht zu pleasen, so. Und erstaunlicherweise hat sich genau an diesem Kunstwerk dann eine große Debatte auch entzündet, ne, im Nachklang, weil es ein Teil, glaube ich, von so einem Mural Festival war, etc. Würdest du sagen, dass da sehr streng dann teilweise auch agiert wird, wenn man sowas macht und dann sagt, okay, aber wir als Stylewriter müssen ja integer bleiben und wir dürfen uns überhaupt nicht sozusagen unseren Platz nehmen in diesem Street-Art-Kosmos. Also wie siehst du das? Be water, my friend. Mhm. Ja? Und open-minded. Ja? Also den Rahmen dehnen. Ja? Nicht komprimieren, sondern expandieren. Mhm. Ja? Den Blickwinkel weiten. Der Sache selbst willen. Die Situation dort, die vollzogen wurde, sehen. Mhm. Es gibt reduktionistische Sichtweisen, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber sehe ich das Glas voll oder leer? Mhm. Ja? Was ist da passiert? Da kommen wirklich Leute zusammen, die seit 20 Jahren nicht mehr gesprüht haben, die eine Person würdigen wollen und schätzen wollen. Ja, da zähle ich zum Beispiel Das Streit, ein sehr enger Freund von Maxim gewesen. Dann Jenne oder Moore, der schon in den 80er Jahren mit ihm Züge gemalt hat. Mhm. Ja, das heißt, das sind sehr, sehr Graffiti-Pioniere, die mit ihm den Weg gegangen sind. Und das war im Vordergrund für uns. Ja. Ne? Wir möchten einen Bruder, der von uns gegangen ist, würdigen und wertschätzen. Das ist die Priorität Nummer eins gewesen. Mhm. Nun kann man natürlich auch sagen, okay, im Hintergrund ist ein kommerzielles, ein sehr professionelles Unternehmen und dahinter wiederum ist eine Genossenschaft oder eine Kapitalunternehmen, der sehr kritisch zu betrachten ist. Das sind zwei Dinge, ne? Die ermöglichen eine Wand, dass man das dahin positioniert, ja, für eine Person, die meines Erachtens das verdient hat,
Aber es ist zu reduktionistisch zu sagen, er würde sich im Grab umdrehen. Mhm. Das ist eine Frechheit. Mhm. Ich kann dir eins sagen, und das weiß ich von History, als damals Mofa gestorben ist, der hat aufgrund eines Unfalls, ist er leider gestorben, ja, der hat S-Bahn-Surfing gemacht, U-Bahn-Surfing, ja, und ist leider gestorben. Mhm. Als er gestorben ist, hat Maxim damals gesagt, schreibt überall hin, ja, Mofa, R.I.P., ja, Rest in Peace. Ja. Hat er das gesagt, auch, und viele haben das gemacht. Mhm. Und dann ist er zu den Leuten gekommen und hat gesagt, Jungs, tolle Sache. Was ist dieses Mal anders? Mhm. Maxim ist auch von uns gegangen und wir haben gesagt, rest in peace. Das heißt, ich beziehe mich hier ganz konkret auf Maxim. Mhm. Ja? Das ist die Quelle, auf die ich mich beziehe, der im Grunde genommen in Bezug auf den Tod von Mofa so gesagt hat. Und wir haben eigentlich nichts anderes gemacht. Ich glaube, um das kurz aufzugreifen, ich glaube, das, was ja so in der Kritik steht, und das ist jetzt nichts Neues, also das gibt es jetzt auch schon seit vielen Jahren, dass man sagt, Stylewriting muss als Kosmos völlig integer bleiben und es soll halt keine Schnittmengen geben zu Kommerzialisierung oder eben, dass man halt mit Big Business irgendwie dann zusammenarbeitet. Was ich generell schon mal schwierig finde, diesen Ansatz, weil wenn man es mal durchdenkt, dann ist es ja eher eine Systemfrage. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie wer mit welcher Firma irgendwas macht, sondern wir befinden uns ja alle in einem grundkapitalistischen System. Und wer von sich kann behaupten, dass er dieses System nicht befeuert, indem er, keine Ahnung, irgendwelche Klamotten trägt, die er vielleicht nicht tragen sollte oder für Firmen arbeitet, für die er vielleicht nicht arbeiten sollte oder seine Firma arbeitet für Firmen. Also das ist ein Gesamtkonstrukt. Und wenn man das analysiert und wirklich Konsequenzen ziehen würde, dann müsste man ja aussteigen aus diesem ganzen System. Absolut, da müsste man tatsächlich ein Emerit sein, der irgendwo in einer Höhle lebt und keine Klamotten mehr tragen, die irgendwie in Asien produziert werden oder woanders produziert werden, wo schädliche Chemikalien verwendet werden oder Lebensmittel ohne irgendwelche Düngermittel, die letzten Endes industriell produziert sind. Aus der Nummer kommt man nicht raus. Mhm. Zumindest nicht in dieser globalisierten industriellen Gesellschaft. Mhm. Ja, und da bin ich voll bei dir. Deswegen habe ich mich ja so gefreut, weil ich dachte, naja, ich meine, immer dann, glaube ich, wenn Street Art oder Graffiti jetzt im Speziellen oder Stylewriting ja genutzt wird, um Propaganda zu machen für eine Sache. Weißt du, was ich meine? Also, dass man sich so verdreht, damit dann das zum Produkt passt oder dass man ein Produkt in den Mittelpunkt rückt oder so, dann verstehe ich diese Kritik schon, weil dann hat man ja, ne, dann ist man nur sozusagen Transportmittel für eine Botschaft. Aber das war in dem Fall ja überhaupt nicht gegeben, sondern da war ja überhaupt nicht gegeben. Und gleichzeitig, wenn man das so eng sieht, wie du das gerade beschrieben hast, wenn Stylewriting nur innerhalb, also ohne Kommerzialisierung sein soll, da muss ich tatsächlich sagen, da verlieren wir auch eine gewisse Wertigkeit. Ne? Also das ist eine Kunstform. So sehe ich das. Und diese Kunstform hat eine gewisse Wertigkeit. Warum soll ich denn diese Wertigkeit in einem ganz engen Rahmen nur sehen? Hm. Ich kann es doch breit gefächert sehen und trotzdem authentisch leben. Ja? Ich kann doch die Message immer noch authentisch rüberbringen. Es ist, also ich sehe das so, das Spielfeld überlassen wir dadurch anderen. Ja? Wenn ein Stylewriter nicht so engstirnig wäre, ein nicht so rigide wäre, würde er auch von einem anderen Kuchen was abbekommen. Ja? Und da muss er sich nicht ärgern, dass er vernachlässigt wird, wenn er so rigide Vorstellungen hat. Ja. Ja? Ne? Dann werden die Ausstellungen von anderen Leuten vollzogen. Ja? Dann werden Stylewriter dort nicht eingeladen. Aber die Wertigkeit seines Schaffens wird dann aber auch nicht transportiert. Mhm. Ja? Das heißt, das finde ich sehr kritisch. Ne? Da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das ist eben diese Vorstellung davon, was Integrität ist. Und ich glaube, das ist etwas, was, wenn man jetzt, sage ich mal, den Kunstkosmos als Ganzen mal betrachtet, dann wird einem natürlich relativ schnell auffallen, dass eigentlich jede Form von großer Kunst ohne Kommerz nie funktioniert hätte. Also nehmen wir jetzt, also gehen wir mal ganz weit zurück, gehen wir mal in die Renaissance oder so. Das hätte es nicht gegeben, wenn da nicht irgendwelche reichen Geschäftsleute gesagt hätten, pass mal auf, hier ist der Putter.
du kannst dir jetzt 3 Jahre Zeit lassen und dann wollen wir aber eine Deckenausmalung haben oder wir wollen einen David haben oder was auch immer. Das wäre nicht passiert. Natürlich, ich bin voll bei dir. Also jeder Künstler freut sich, wenn er einen Zugang bekommt, wo er natürlich durch einen Mäzen finanziert wird, der möchte ausgestellt werden und dass die Werke dann gekauft werden. Der will ja von seiner Kunst idealerweise irgendwann mal leben. Also Kunst und Kapital ist eng miteinander verbunden. Und es ist eine, das ist ja eine sehr alte Geschichte eigentlich. Auch in diesen Diskussionen und Kontroversen mit diesem Maxim-Wand habe ich da einen Artikel reingeschrieben. Diese Diskussion ist ja mit Salvador Dali oder mit Niki de Safal genauso gewesen. Die haben Filme gedreht, Werbefilme oder für Werbeindustrie Sachen gemacht und die wurden zum Teil stark kritisiert. Diese Diskussion ist nie neu. Ja? Und Salvador Dali hat trotzdem eine tolle Bilder gemacht, tolle Sachen gemacht. Und weißt du, was ich finde? Also wenn man das jetzt wirklich als ganz, ganz offenen Diskurs führt, dann finde ich, es gibt nur einen Bereich in der Gesamtgraffiti-Kultur, die da konsequenterweise natürlich sagen müsste, so okay, das geht nicht. Und das ist für mich politisches Graffiti. Mhm. Also wenn man Graffiti als Medium versteht, um politische Botschaften zu transportieren, dann ist das nicht deine Baustelle, ja. Dann willst du natürlich erstmal gar, dann gehst du auch nicht ins Dekorative, dann verhandelst du auch nicht, dann willst du dich natürlich auch nicht bezahlen lassen, das verstehe ich schon. Aber Style Writing, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, dann ist es auch schon immer eine Kunst, die kommerziell transportiert wurde. Ob das jetzt die Filme waren, die Bücher, die Brands, die ganz früh dabei waren, Galeristen, die früh dabei waren. Das ist letzten Endes, steckt es ein Stück weit in der DNA der Verbreitung drin. So. Und deswegen ist es eine Alibi-Diskussion, meiner Meinung nach. Sehe ich genauso. Wenn du die ersten Ausstellungen siehst von Lee, von Days und so weiter, die haben ja auch Buchstaben an die Leinwände gebracht. Ja, das heißt, die Kommerzialisierung hat ja relativ früh schon stattgefunden. Ich finde es auch nicht verwerflich. Die Moralkeule im Nachhinein ist relativ einfach. Nach jeder Schlacht ist jeder ein General. Was mir fehlt bei dieser ganzen Debatte ist, im Grunde genommen die Leute zu verstehen. Es wird relativ schnell etwas etikettiert und diese Ausgrenzungsmechanismen finden relativ schnell statt. Und ich kann dir aus meiner persönlichen Erfahrung Folgendes sagen. Anfang der 90er Jahre habe ich Kommerzialisierung auch entwertet. Das gehört vielleicht zu einem bestimmten Lebensabschnitt dazu. Hm. Retrospektiv betrachtet sehe ich das deutlich gelassener. Ja, das ist eine Möglichkeit auch, Geld zu verdienen und seine schöpferische Tätigkeit in einem guten Sinne zu verwirklichen und aber auch gleichzeitig authentisch zu bleiben. Mhm. Machen wir es doch mal ganz konkret. Guck dir die Pieces von Dime an aus Hamburg. Mhm. Hast du jemals ein Dime-Piece gesehen, wo nicht Dime drauf war? Und er bleibt immer bei seinem Namen, Dime. Mhm. Oder Teile seines Namens sind zu sehen. Mhm. Ist er jetzt nicht authentisch? Natürlich ist er authentisch. Ja, aus meiner Sicht. Ja. Er bleibt seiner Sache treu. Und das sehen einige Berliner sehr eng. Mhm. Und deswegen sind sie auch dort, wo sie sind. Sie sind nicht in dem gleichen Global Markt oder Kunstmarkt wie Dime oder andere, weil sie zu eng das alles betrachten. Das finde ich schade. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung. Ja das definitiv, ist eine runde Nummer. Ich würde jetzt ganz gerne die Gelegenheit nutzen und wir hatten schon über Style gesprochen. Also wir hatten jetzt schon über Style gesprochen, was finde ich eine ganz essentielle Aufgabe unseres Podcasts ist, dass wir das ein bisschen mehr beleuchten und du hattest auch schon versucht, deinen Style zu beschreiben. Jetzt muss ich schon die Frage stellen, inwieweit war dir eigentlich Lesbarkeit wichtig in der Entwicklung deines Styles? War immer wieder ein wichtiger Aspekt. Wenn ich von einer gewissen Qualität sprechen darf, dann ist nicht die Komplexität ein wesentlicher Einflussfaktor, was die Qualität angeht, sondern die Originalität. Mhm. Ja? Und die Originalität bezieht seine Faktoren durch kreative Ideen, durch ausgefallene Elemente. Mhm. Und das ist mir schon ein wichtiger Faktor gewesen. Also in den Wild Styles ist für mich nicht primär ausschlaggebend die Komplexität, dass die Ausuferung ist nicht für mich die primäre bedeutsame Zielrichtung, sondern dass, wie soll ich sagen,
Es ist eine Mischung. Ja, es ist eine Mischung, eine Synthese. Ja, Komplexität und die Simplifikation, das zusammenzubringen. Ja, das Einfache und das Komplizierte. Aber das Komplexe nicht als ein hauptsächliches Merkmal zu sehen, dass das das Wesentliche wäre im Style-Writing. Weil dann wäre es ja zu trivial, dann könnte ich von überall Pfeile rauskommen lassen, überall kommen irgendwelche Elemente und kein Mensch weiß mehr, wo rechts und links ist. Das kann man auch machen. Ja? Aber mein Anspruch ist, eine Synthese zu schaffen, eine Sinnhaftigkeit. Ja? Was tue ich da und wieso tue ich das, wie ich es tue? Ja, die mentale Auseinandersetzung ist wichtig, ja? Aus meiner Sicht. Muss man absolut nicht so sehen. Nee, würde ich genauso unterschreiben. Jetzt doppelt spannend, weil du sprichst von Synthese und das hast du ja, glaube ich, mit deinen gesprühten Buchstaben, mit deinen Styles schon geschafft, das so zu vereinen. Aber jetzt bist du ja einen Schritt weiter gegangen. Das heißt, du hast jetzt die zweidimensionale Betrachtung ein bisschen verlassen und bist jetzt in die skulpturale Arbeit gegangen, ins Dreidimensionale. Und das ist etwas, was nicht völlig neu ist, haben andere auch schon gemacht in unserer Kultur, aber doch eher wenige, sagen wir es mal so, und auch wenige in so einer Konsequenz, wie du das jetzt machst. Also ich habe mir das hier angeguckt, was du so treibst, und ich finde, erstens kann man da jetzt schon sehr krassen Entwicklungen sehen, wie du da rangehst an die Sache, und B, das wird immer synthetischer und immer wilder, abstrakter ein Stück weit auch. Deswegen möchte ich da gerne einhaken und fragen, was ist denn da passiert, dass dieser Wunsch entstanden ist? Zwei Schritte zurück, wenn du mir das gestattest. In diesen Werken ist aber auch ein philosophischer Gedankenimpuls drin. Was mache ich da und wieso mache ich das? Ja? Wenn ich das, was ich gerade in dem Interview sage, selbst nicht lebe, dann bin ich nicht integer. Ja? Also möchte ich das, was ich sage, auch selbst leben. Ja? Zumindest versuche ich es. Ja? Also, Style Writing, Headline Graffiti, ist etwas Urbanes. Ja? Möglicherweise, es gibt auch Orte, wo in einem Dorf das ist. Ja? Aber die Entstehung und die Verbreitung, wenn wir das erstmal betrachten, ja, ne, und das möchte ich jetzt nicht nur darauf reduzieren, aber betrachten wir das mal jetzt kurz nur aus der Perspektive. Ja, klar. Dann sehen wir Großstädte. Und eine Großstadt macht was mit einem Menschen. Ne? Das urbane Leben kann einem Menschen aufgrund der Reize und des Funktionierens eine Reizüberflutung und eine Entfremdung mit sich bringen. Kann ein Funktionieren, überwiegendes Funktionieren mit sich bringen. Das heißt, die Muße, der freie Zeitgestaltung könnte etwas in Absatz geraten. Da nehme ich das urbane Phänomen anhand von Style Writing und nutze das Material Holz. Holz ist etwas ganz Natürliches. Und da versuche ich, den Aspekt reinzubringen, was ist dein natürliches Wesen? Bist du von deinem natürlichen Wesen schon sehr distanziert? Bist du noch bei dir? Bist du noch in dir zentriert? Ja? Und das beinhaltet im Grunde genommen die Message bei dieser Serie, die ich mache. Ja? Das jetzt zum Vorschub. Und jetzt zu deiner Frage. Die skulpturale Ebene hat hier in Nürnberg angefangen. Wie kommt es? Ich war hier mit meiner Partnerin, war bei einer Ausstellung und habe dort bei einer Ausstellung ein Werk von jemand gesehen, der hat so Intarsienarbeit gemacht. Und diese Intarsien waren von Insekten und von Motten. Und der hat akribisch das alles sehr gemacht. Und ich war total fasziniert von dieser Intarsienarbeit. Und das war ja eigentlich direkt noch 2D. Die 3D-Dimension war noch nicht da. Das heißt, der erste Impuls war 2D. Das ist ja naheliegend, wir machen ja eigentlich an der Wand auch 2D. Mhm. Ja. Und dann hat sich das mehr und mehr entwickelt, auf die 3D-Ebene räumlich etwas auch zu gestalten. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht so weit weg vom Graffiti oder vom Style-Writing. Denn wir Writer gehen ja in die Öffentlichkeit und nehmen einen Platz in der Öffentlichkeit ein. Mhm. Nehmen uns den Raum. Mhm. Das ist eine Raumgestaltung. Und eine Skulptur macht eigentlich auch nichts anderes. Der nimmt einen Platz im Raum ein. Mhm. Ja? Und der gestaltet den Raum.
Für mich persönlich war das der nächste Step. Ja? Und ich bin immer noch in der Findung der Formsprache. Mhm. Ja? Noch bin ich sehr nah an Buchstaben. Und wie du schon selber gesagt hast, gibt es mehr eine Abstraktion jetzt, ja? Mehr und mehr. Und das ist jetzt ein fluides Prozessentwicklung. Mhm. Mhm. Und ich habe selber gemerkt, dass die skulpturale Ebene mich auch beim Zeichnen jetzt sehr stark verändert hat. Ich denke anders und gehe an die Sache anders ran. Und das ist sehr förderlich. Und das kann ich nur allen eigentlich empfehlen, auch über den Tellerrand hinauszuschauen, weil dadurch gibt es auch neue Impulse bei den Buchstaben, neue Impulse beim Zeichnen. Ne? Das finde ich sehr fruchtbar gerade. Und das Gleiche kann auch in der Installationskunst sein. Mhm. Ne? Das heißt, warum sollen wir denn nur als Stylewriter an der Wand sein? Mhm. Ne? Da hat es angefangen, muss es dort enden? Das muss jeder für sich selbst beantworten. Als ich deine Skulpturen das erste Mal gesehen habe, habe ich natürlich mir auch die Frage gestellt, warum macht er das jetzt? Und so einer meiner Gedanken war, ob das vielleicht auch der Versuch ist, das jetzt auch ein bisschen auf ein anderes Wertigkeitslevel zu heben, weil sowas in der Galerie natürlich einen anderen Raum einnimmt als ein Piece auf einer Leinwand oder so. Ne? Waren das auch Überlegungen für dich, zu sagen, ich möchte so ein bisschen im Kunstmarkt damit mir vielleicht einen Claim abstecken? Absolut. Es gibt auch konkrete Galerien, wo ich jetzt gezielt an Gespräche gegangen bin, wo es auch ausgestellt wird. Mhm. Ne? Und nächstes Jahr wird es in Mainz bei den Galerie Gutleut, da wird was ausgestellt. Dann gibt es in Freiburg eine Galerie, das Kulturaggregat, da wird was ausgestellt. Mhm. Das heißt, diese Wertigkeit im Stylewriting mit der Prämisse aus meiner Sicht eine gewisse Authentizität beizubehalten, das darüber auch zu transportieren. Ne? Mhm. Das sehe ich bei dir auch. Also ich sehe immer noch diesen Style-Impuls. Deswegen finde ich nicht, dass man jetzt irgendwie den Eindruck gewinnen könnte, du willst dich da irgendwie, wie soll ich sagen, einfach besser rezipierbar machen dadurch, ne, für eine Kunstwelt. Siehst du das bei anderen Kollegen und Kolleginnen vielleicht anders? Also gibt's da so Stylewriter, die vielleicht so aus einer gewissen Frustration heraus jetzt anfangen, den Pfad zu verlassen und einfach völlig in die Abstraktion abdriften, weil sie wissen, da gibt es halt einen Markt für? Hast du da sowas gibt's schon mal? Definitiv einen Markt, ja. Aber ich finde es auch begrüßenswert, ja. Weil dadurch schaffen wir auch immer wieder neue Impulse. Ich würde das jetzt nicht kategorisch ablehnen. Mhm. Ja? Und finde ich in Ordnung. Mhm. Lass uns noch mal kurz zum Schaffensprozess deiner aktuellen Arbeiten kommen. Also du arbeitest mit Holz. Mhm. Du, ich nehme an, hast diverse Werkzeuge, die du brauchst, um dieses Holz zu bearbeiten. Beschreibe uns mal deinen Prozess. Wie läuft denn das überhaupt ab? Ja, gerne. Also klassisch wie im Stylewriting, wenn man etwas ausprobieren will, gibt es natürlich erst Skizzen, erste Studien, die ich dann zeichne. Und dann gibt es eine komplette Skizze, die ich dann mache, in einem ganz klassischen Blackbook. Und dann ist das natürlich nicht in dieser Dimension, die ich dann später das tatsächlich machen will. Mhm. Dann versuche ich, das, was ich gezeichnet habe, im Blackbook einzuscannen und drucke das nochmal aus, etwas größer, ja, und bringe die ganzen Blätter zusammen und habe dann die Größe, die für mich passend ist, ja. Und da variiere ich schon auch. Und anschließend versuche ich den Stil, den ich mache, anhand von einem durchsichtigen Papier auf einzelne Elemente zu übertragen. Und die nummeriere ich. Ne? Und die zeichne ich auf das Material. Das kann man machen, indem man einfach Kohlestiftpapier nimmt oder aber auch diesen transparenten Papier einfach auf das Holz raufklebt. Und bevor ich es auf dem Holz klebe, mache ich mir Gedanken hinsichtlich der Farbgebung, hinsichtlich der Kontraste. Heißt im Grunde genommen wie an der Wand, welche Fill-ins nehme ich, welche Outline. Ja, und da versuche ich strictly wood, nenne ich das. Also alleine durch die Maserung oder durch die Farbgebung des Holzes Kontraste zu schaffen, die Natürlichkeit beizubehalten. Mhm. Ja, bezugnehmend auf diese philosophische Frage, was ist dein Kern noch? Mhm. Ja. So, und dann
Nachdem ich da diese Maserung und so weiter für mich rausgesucht habe, klebe ich die einzelnen Teile, fange dann an, per Hand dann zu sägen. Ich nehme jetzt keine automatisierte CNC-Fräse oder 3D-Printer. Ja. Mache ich nicht. Ich säge alles dann mit meiner eigenen Hand. Da gibt es unterschiedliche Maschinen dafür. Eine Kreissäge, eine Bandsäge, eine Dekopiersäge oder die Japan-Säge. Ne? Das ist eine handgeführte Säge. Und nachdem ich das alles gesägt habe, verteile ich die einzelnen Elemente auf unterschiedliche Boxen, damit ich die Übersicht noch beibehalte. Mhm. Weil das sind dann ungefähr über 100 oder bis zu 200 Elemente, wo ich die Übersicht beibehalten muss. So, und dann, nachdem ich das gemacht habe, schleife ich die einzelnen Elemente von allen vier Seiten. Es soll ja auch eine gewisse Glätte haben, soll das auch nicht geschmeidig sein. Und im Prozess gibt es Veränderungen, ja. Da merke ich, das passt nicht mehr, das muss ich nochmal verändern. Ja? Und dann bringe ich die einzelnen Teile wieder zusammen. Im Grunde genommen kann man es sagen, ich trage etwas ab und füge dann etwas zusammen. Ja? Klassisch in der skulpturalen Ebene gibt es ja diese beiden Elemente auch. Ja. Ja? Ich trage etwas ab aus dem Holz, nehme etwas raus, füge etwas dann später wieder zusammen. Ja? Und dann überlege ich, okay, wie will ich das in einem Raum installieren? Ist es auf dem Sock? Ist es an der Wand? Ist es mehr ein Relief? Ja? Ist es mehr im Raum stehendes Objekt? Ja? Warst du da vorher schon irgendwie nah dran? Hast du irgendwie handwerklich da schon Skills gehabt oder jetzt null. From scratch? Null. Ja? Bin ja vom Hauptberuf Psychologe. Ja, mehr also auf der geistigen Ebene. Und das ist komplett neu. Ja? Das heißt, ich fuchse mich da rein und das ist eine neue Leidenschaft, eine neue Expertise, die sich da entwickelt. Ne? Ich freue mich da richtig und lasse mich da richtig, ich komme in den Staunen, weil einfach das Material so interessant ist. Ich nehme an, das ist auch ein schweres Material. Also wie schwer ist dann so eine Skulptur am Ende? Das hängt davon ab, was für ein Holz man verwendet. Und ich versuche da Holz zu verwenden. Ich klopfe bei Schreinereien, ob sie Restabschnitte haben. Weil ich möchte keinen Baum töten. Und da gucke ich, was gibt es da für Restabschnitte, die sie verwendet haben schon und die sie im Grunde genommen im Lager irgendwie ablagern, wo sie das nicht mehr gebrauchen. Da hole ich mir das. Da gibt es unterschiedliche Holzarten. Eiche zum Beispiel, das ist sehr hart, was ich schon verwende. So leichtere Hölzer wie Fichte oder so ist nicht so meine Präferenz. Ja, aber es gibt auch Exoten, die man ab und zu auch findet in diesen Schreinereien, wie zum Beispiel Paduk oder Kambala. Ja, das sind so wirklich schwere Holzarten. Und dann wird es schon richtig schwer. Ja? Okay. Wird schon richtig massiv. Hast du dann dementsprechend auch eine Werkstatt, ein Atelier, wo du dann auch den Raum dafür hast, um sowas zu gestalten? Absolut. Also das ist eine recht kostenspielige Angelegenheit. Die Anschaffung der Maschinen hat eine Menge gekostet. Und aber auch der Raum, jeden Monat, der kostet ja auch was. Ne? Genau. Ich habe einen eigenen Raum, circa 20 bis 25 Quadratmeter, wo ich mein Holz habe, wo ich die Maschinen habe, wo ich wirklich für mich sein kann und im Prozess bin. Das klingt super geil eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie hätte ich auch Bock, sowas mal auszuprobieren, mal schauen. Wobei mir handwerklich die Skills da auch noch fehlen, glaube ich, an der Stelle. Müsste ich dann genauso nachlegen erstmal. Wie ist das denn, also rein Interesse halber jetzt von der Verbindung? Also du musst ja die Elemente teilweise verbinden und du willst ja auch, dass die eine dauerhafte Connection haben und dass sie dann auch irgendwie an der Wand hängen können oder eben dann als Skulptur zusammenbleiben. Wie verbindest du diese einzelnen Holzbestandteile, diese Collage? Na, da gibt es schon herausfordernde Dinge manchmal. Beim letzten Skulptur, was im Raum frei stehen wird, da habe ich den Namen Kahn aus unterschiedlichen Perspektiven, jeweils mit den vier Buchstaben geschaffen. Und da gab es Konstruktionsschwierigkeiten. Das heißt, da habe ich tatsächlich manchmal Holzdübeln verwenden müssen, um die einzelnen Teile deutlich stabiler halten. Die müssten halt stabiler halten. Ich verwende auch einen sehr starken Leim, ne? Tightbond heißt es. Oder aber auch bei kleineren Elementen kannst du mit einem zwei Komponentenkleber arbeiten und das ist schon sehr stabil. Okay. Ja? Wenn du aber den Hintergrund, zum Beispiel gibt es ein paar Werke von mir, da sind so im Hintergrund so Linien oder Balken, da verwende ich schon auch Leim.
Ja, das ist dann wirklich, weil das ist deutlich stabiler. Ne? Das kriegst du eigentlich normalerweise nicht kaputt. Da musst du schon wirklich mit einem Hammer ran. Ja? Okay, okay. Ja, spannend. Super, super spannend. Was für dich der größte Unterschied jetzt, wenn du jetzt skulptural arbeitest, im Vergleich dazu, eine große Wand zu gestalten? Ich meine, beides ist ja körperlich, ne, in der Arbeit. Absolut, weil der körperliche Aspekt ist mir sehr wichtig. Wenn du mich an der Wand sehen würdest, würdest du denken, dass ich ein Sumo-Kämpfer bin. Weil ich spreiz die Beine, gehe dann runter. Ja, ich kriege dann manchmal tatsächlich nach dem Sprühen Muskelkater an den Beinen. Ja. Okay. Das finde ich aber auch diesen leiblichen Aspekt super spannend. Aber auch bei dem Skulpturebene ist es vielleicht nicht so intensiv, weil du musst ja den Arm an der Wand deutlich hin und her schwingen und du musst halt, wenn du große Linien ziehst, deutlich dich ausstrecken. Diese Bewegung mache ich jetzt nicht auf der skulpturalen Ebene, aber es ist eine sehr hochkonzentrierte Arbeit. Hochkonzentrierte Arbeit. In dem Moment, wenn du mit Maschinen arbeitest, musst du konzentriert sein, weil das kann das letzte Mal sein, dass du dann deine Finger hast, ja, wenn du unkonzentriert und leichtsinnig bist. Mhm. Sehr nice, super cool. Ja, ich meine, die Tatsache, dass du eben dich da in Experimente vorwagst, dass du neue Sachen ausprobierst, dass du da wirklich auch den Drive hast, jetzt diese Form von Style Writing, ich würde es einfach gerne damit reinnehmen, einen neuen Publikum vielleicht auch gerne präsentieren möchtest in Galerien etc., zeigt ja, dass du jemand bist, der auch ein Sendungsbewusstsein hat oder der gerne auch das zeigt, was er da macht. Hast du sonst noch irgendwelche Projekte auf Lager, wo du das Thema Style Writing, Style Philosophie gerne weiter transportieren möchtest? Absolut. Es gibt ein Projekt, was 2023 auf den Markt kommen wird. Das ist ein Buch. Da möchten wir nicht die 5000 erst eins redundante Bildband sein, sondern wir wollen einen signifikanten Unterschied etablieren. Und da wollen wir uns dezidiert, ganz, ganz fundiert uns mit dem Berliner Style Writing uns beschäftigen. Uns heißt hier in dem Sinne ich und Akut sind da die Main Heads an diesem Projekt. Wir haben einige andere, die auch da uns zuarbeiten werden, mit den einzelnen Aspekten. Aber die beiden Hauptköpfe, das bin ich und Akut. Und da werden wir die Berliner Style Writing Sterne und deren Strahlungskraft, die sie haben, letzten Endes nochmal würdigen und wertschätzen. Weil Hintergrund ist, wir haben den Eindruck, dass aufgrund von einigen Giganten einige zu kurz gekommen sind. Die würden wir, die Vernachlässigten, die Übersehenen, gerne nochmal würdigen und wertschätzen. Die Überschrift in diesem Buch ist im Grunde genommen Wertschätzung und Wertigung oder Würdigung, Entschuldigung, Würdigung des Wertvollen im Style Writing. Was ist das, was uns da treibt, so hingebungsvoll an etwas uns hineinzuwagen? Ja, immer wieder sich damit zu beschäftigen. Ja. Da ist eine Wertigkeit drin. Und diese Wertigkeit wollen wir herauskristallisieren. Ja. Okay, das heißt, dieses Buch ist dann eine Sammlung von Porträts oder ist es auch ein Versuch einer Geschichtsschreibung? Sowohl als auch. Es ist nicht als eine reine Geschichtsschreibung zu betrachten. Wir haben einen chronologischen Ablauf, was die Berlin-Historie angeht und die Entwicklung angeht. Das wird sehr pragmatisch und sehr übersichtlich anhand einer Zeitleiste, aber auch durch geschichtliche Aspekte hineinfließen. Und aber auch durch wesentliche Porträts, ja, von Personen. Einige Sterne aus Berlin werden dort abgebildet sein. Und die werden ihren eigenen Abschnitt haben, anhand von Bildern, anhand von Interviews. Ja. Und es wird aber auch eine psychologische Betrachtung des Stylewritings geben. Und es wird eine phänomenologische Analyse geben, ja, was Stylewriting angeht. Was machen wir da eigentlich? Der Hintergrund ist, ein Wunsch in der Zukunft wäre, nicht wir, sondern irgendjemand anderer, kann das ja wiederum als einen Fundus nehmen für weitere wissenschaftliche fundierte Arbeiten. Oder aber auch, wünschenswert wäre, dass in Kunstakademien oder in Designakademien, dass es eine zusätzliche Vorlesung gibt, also so ein, was man also als Nebenfach belegen kann oder als Wahlfach, Stylewriting. Ne? Das ist hoch
gedacht, aber Ansprüche darf er meines Erachtens haben. Ne? Und warum denn nicht? Warum soll als ein Wahlpflichtfach in einer Hochschule nicht Style Writing sein? Weil wenn man die letzten 40 Jahre betrachtet, sehen wir ja, dass die Typografie auch von Graffiti, von Style Writing sich inspirieren lassen hat und wir von denen, und da wirken wir doch aufeinander. Und warum sollen wir das nicht auf einer akademischen Ebene auch machen? Ja. Damit will ich eigentlich sagen, die Wertigkeit und den kreativen Potenzial im Style Writing zu erkennen und das nach außen hin zu versprachlichen, auszudrücken. Das ist eine Intention von mir und von Akut. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir dann zu gegebenen Zeitpunkt vielleicht nochmal eine Folge darüber machen können. Gemeinsam. Sehr gerne, sehr gerne. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich meine, vielleicht einen abschließenden Gedanken dazu, weil ich habe mich da ja in den letzten Jahren auch immer wieder mal damit beschäftigt, jetzt weniger aus der künstlerischen Perspektive, sondern über meine pädagogische Arbeit, über die Workshops, habe ich auch diese sozial- oder soziokulturellen Aspekte von Style Writing immer wieder aufs Neue dann aufgezeigt, konnte ich mir aufzeigen lassen oder habe dann auch Feedback bekommen eben von Menschen aus diesem pädagogischen Kontext und aus dem linguistischen Kontext, darf man auch nicht vergessen, was das bedeutet, was diese Zeichensysteme halt im urbanen Raum da hinterlassen. Also ich glaube, es gibt so viele Schnittmengen oder noch Zwischenebenen, die noch überhaupt nicht berücksichtigt wurden, Absolut. Was Graffiti und Style Writing in einer urbanen Gesellschaft, was das da beigetragen hat, ne? So. Ja, ich unterstreiche das und ergänze das auch einen sozialen Aspekt. Ja? Mhm. Aus der, das ist ja auch im Grunde genommen in der Soziologie, ja? Betrachtet man das ja auch heutzutage. Ne? Und letzten Endes hat auch Style Writing das Gruppenphänomen, das Miteinander oder die identitätsstiftende Maßnahme, das alles sind Aspekte. Ja? Und das ist nicht nur ein stupides Rezipieren von dem gleichen Namen, ja, sondern aus meiner Sicht hat es etwas Fundierteres. Das Wesen vom Style Writing ist nicht nur ein Element. Das ist auch ein Element, es ist auch eine ich-bezogene Sache, aber nicht nur. Nicht nur, ja. Ich kann mich da gut erinnern an eine Situation im Interview mit Amigo übrigens. Da beschreibt er eben, wie er von der Türkei aus dann, als er dann nach Berlin kommt und er noch kein Deutsch kann und gar nichts. Und für ihn war halt Writing und Tanz war auch eine Form von Stimmfindung. Also eben, um eine Sprache zu finden, ne? Um sich kulturell zu verankern. So. Und das ist halt was auch einen wahnsinnig großen Impact hat, was man überhaupt nicht hoch genug ansetzen kann. Ja, absolut. Also ich kann Ihnen dazu eine ganz persönliche Geschichte mal sagen. Also als ich, das ist ein interessanter Aspekt, als ich in der Grundschule in der 6. Klasse war, in Berlin-Tiergarten, ja, gab es eine Klasse, die war die Türkenklasse. Und diese Türkenklasse war besetzt nur von Türken. Und ich war in einer Parallelklasse, die war gemischt, Deutsch und Türkisch und so weiter und so fort. Und die Türkenklasse hatte das Etikett die Dummenklasse. Das heißt, alle in der Schule wussten, ach, das sind die Dummen. So, und der damalige Gökhan hat sich das, wie soll ich sagen, das heroische Aufgabe auferlegt oder sich selbst erwählt, den anderen Menschen zu zeigen, dass wir nicht dumm sind. Ne? Und diese Diskriminierung, diese Marginalisierung hat ja relativ früh schon stattgefunden, bei mir zumindest, ja, weil ich einen Migrationshintergrund habe. Und dann, ein Jahr später, kommt Graffiti. Ja? Mit 12 bin ich da noch, 11, 12 bin ich in dieser Klasse noch und mit 13 komme ich in die Oberschule und dort kommt Graffiti und da entsteht eine Selbstwirksamkeit. Mhm. Da entsteht die, letzten Endes wieder das nach außen zeigen wollen. Ich bin jemand, ja? Ich kann etwas. Ja? Das ist ein sehr, sehr menschlich notwendiger Impuls, um sein Ich zu stabilisieren, um seinen Selbstwert zu stabilisieren. Das ist eine, aus meiner Sicht etwas ganz, ganz Wertvolles. Mhm. Ja? Und dieser Aspekt ist, glaube ich, nicht nur auf mich zurückzuführen, sondern bei einigen Writern vielleicht auch aufzufinden. Ja? Mit Sicherheit. Cool. Dir gebühren die letzten Worte. Ich würde jetzt dann mal in den Abschluss abbiegen. Gibt es irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt, was du unseren Hörerinnen und Hörern sagen möchtest? Ja, gerne. Also was mir ganz wichtig ist, bleib offen in deinem Geist,
Sei fluid und schau über den Tellerrand hinaus. Lass dich inspirieren von der Natur, von der Architektur, von der klassischen Malerei, ja, und wage, ja, sei mutig, ja, probier Dinge aus, die noch nicht dem Common Sense gehören, ja, verfalle nicht in eine Stilhomogenisierung, ja, wage, damit du dein eigenes findest, ja, und du kannst trotzdem authentisch bleiben, wenn du wagst und deinen eigenen Ausdruck findest. Ob das jetzt allen anderen gefällt oder nicht, ist eine andere Sache. Ja? Hauptsache, man ist selber mit sich integer. So, lieber Kahn, und auch von mir gibt's noch eine kleine Schnellfragerunde am Ende, wie für jeden. Das behalten wir auch in Staffel 3 bei, und zwar unsere One-Liner. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Beste an Berlin ist? Die Vielfalt. Dann klassische Materialfrage natürlich an der Stelle, muss die erlaubt sein. Eiche oder Buche? Eiche auf jeden Fall. Und auch immer eine spannende Frage, für welche Marke würdest du niemals einen Auftrag malen? Waffenunternehmen und Monsanto. Was war das letzte Lied, das in deinem Player lief? Oh, wow, wow, wow. Eric B. and Rakim. Oldschool, nice. Wenn wir schon bei Oldschool sind, nochmal so eine kleine Grundsatzfrage vielleicht auch. Beat Street oder Wildstyle? Wildstyle. Dann, da bin ich auch gespannt. Anti-Style ist in meinen Augen? Openness. 3D-Blöcke oder Schatten? 3D-Blöcke. Der most underrated Berliner Graffiti-Writer, der also ein bisschen mehr Schein verdient hätte, ist? Keine so einfache Frage. Da sind mehrere im Kopf bei mir. Und ich darf nur eins sagen? Kannst auch zwei sagen, wenn du möchtest. Okay. Nick und Sam. Und auch in Staffel 3 gibt's was für einen Bauch. Wenn Graffiti ein Gericht wäre, also ein Essen, was wäre das dann? Oh, was wäre es für ein Gericht? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Ein Schokoladenkuchen. Und was wäre dann Street Art? Street Art wäre ein Streuselkuchen. Die beste 2-Farben-Kombi der Welt ist? Blau-Weiß. Und bleiben wir nochmal bei den Sprühdosen. Wenn jetzt eine Sprühdosenmarke käme und dir deine eigene Brand, deine eigene Farbe geben würde, was wäre das dann? Gelb. Aber ein saftiges Gelb. Den größten Einfluss auf meine stilistische Entwicklung im Graffiti hatte? Die Natur. Die Pflanzen, die Berge, ja, das Organische. Das Organische hat am meisten Einfluss. Vergleichbar wie bei dieser Architektin Zaha Hadid oder wie Gaudi, ja, der Architekt aus Spanien. Auch nochmal eine fachliche Frage. Psychologen sind die Besseren? Das ist schwer zu sagen. Die Psychologen sind die Besseren. Also idealerweise, wenn sie sich selbst besser reflektieren können. Wenn sie sich selbst zum betrachtenden Objekt machen. Wir sind auch schon fast am Ende. Auch noch so eine kleine Klassikerfrage. Stell dir vor, du könntest dir eine Superkraft aussuchen. Was wäre das? Eine Superkraft. Okay. Interessanterweise habe ich gestern Venom mir angeguckt. Venom, yeah, fett. Weißt du was, ich muss mal kurz laut denken. Ich habe so eine Kraft gerade, die irgendwie durch die Zeit reist. Ich habe eine Kraft gerade, die sich unsichtbar macht. Und ich habe eine Kraft gerade, die Menschen, die in großer Gefahr sind, kurz vorm Sterben sind, irgendwie zu heilen zu können. Ja? Also das hat etwas auch Soziales, hat aber auch was biografisch. Ich würde so gerne gucken, wie die Leute in der Römerzeit bei den Hunnen und so gelebt haben. Um da mich zu inspirieren, ich würde mich, glaube ich, auf die Zeitreise einlassen. Und wie immer schließen wir mit unserer letzten Classic-Frage. Wenn du heute den 16-jährigen Kahn oder Gökhan treffen würdest, was für einen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben? Leb so, wie du gelebt hast, denn das hat dazu geführt, dass du so geworden bist, wie du bist. Und ich bin froh, dass es so geworden ist, wie ich jetzt bin. Würde nichts verändern. Ach, wie schön. Jetzt haben wir in der dritten Staffel auch unsere One-Liner gerettet. Yeah. Ja, was meinst du? Wie war es für dich? Ich habe sehr gebannt zugehört und also das muss ich direkt hier als allererstes, ich habe es mir ganz, ganz dick extra aufgeschrieben. Es ist mit einer der rührendsten und schönsten Geschichten, die ich bisher in unserem Podcast erzählt bekommen habe, wie sein Vater auf die ganze Nummer reagiert hat. Mhm. Ich glaube, das habe ich noch nie gehört. Da ist mir echt
Ach, das Herz aufgegangen. Was für ein cooler Dad. Da einfach zu sagen, erklär mir das. Und wenn ich das verstehe und das geil finde, dann gehe ich mit dir raus. Ich glaube, meine Eltern hätte ich da eher nicht für begeistern können. Nee. Ja, nee. Kann ich 100% nachvollziehen. Ich finde, das ist auch so ein roter Faden, der sich durch dieses gesamte Gespräch zieht, dass wir es da halt eben mit einem sehr, sehr reflektierten Zeitgenossen zu tun haben, der auf sein Leben zurückblickt und das wirklich wahnsinnig gut nachzeichnen kann, was es da für Episoden gab. Also angefangen von dieser, ich nenne es mal, Initiation. Man wird erwachsen, Graffiti nimmt einen großen Stellenwert ein und irgendwann fängt man an, darüber eben nachzudenken, wo will man eigentlich hin mit seiner Kunst und so. Und ich finde, das hat er wahnsinnig schön nachgezeichnet. Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch überhaupt als sehr reflektierten und vor allem sehr bescheidenen Künstler wahrgenommen. Ich fand, das ist mir immer wieder aufgefallen, wie er immer wieder unterstreicht, dass das alles eben nur seine persönliche Meinung ist und das alles keine Deutungshoheit hat für andere, sondern dass wirklich einfach nur seine subjektive Sicht der Dinge ist und er sich da nicht als Gatekeeper oder Teacher aufspielen will, obwohl jetzt, das muss man ja sagen, jemand mit seinem Background und seiner Erfahrung das durchaus machen könnte. Ja, ist mir auch aufgefallen und jetzt hatten wir ja in unserem Podcast schon mehrere Folgen mit Berliner Writern, die sag ich mal, diese Oldschool-Phase, er hat ja auch selber im Interview davon gesprochen, wie er halt Berliner Writer definiert so, aber die diese Phase eben miterlebt haben, die, was hat er gemeint, diesen Zauber inne hatte so. Ja. Und der war in München ein anderer als in Berlin. Ja, der Zauber, das fand ich überhaupt auch einen sehr schönen Begriff dafür. Also. Ja, also deswegen sage ich ganz klar, obwohl wir jetzt schon andere Künstler hatten aus dieser Epoche, finde ich, merkt man, dass sich dieses Bild so langsam immer weiter komplettiert. Also ich meine, klar sind es subjektive Meinungen, aber du, umso mehr Perspektiven du sammelst, umso eher entsteht für mich so eine Storyline. Mhm. Und das finde ich einfach toll. Definitiv. Und es zeigt auch einmal mehr, dass es eben nicht alles immer nur schwarz-weiß ist, sondern eben sehr viele Grautöne dazwischen gibt. Das beste Beispiel war für mich, was er so von seiner Crew, den Ghetto Stars, erzählt hat. Angefangen bei der Rekrutierungsphilosophie, die sie da haben, aber auch wie die so zusammengesetzt und aufgestellt sind. Das ist eben auch zu der Zeit, als es eben nicht alles so peaceful war in Berlin, dass eben auch nicht eine reine Gangbanger-Crew war oder eben eine reine Graffiti-Crew war, sondern die Grenzen waren da fließend. Und auch er sagt, er kann sich da nicht rausnehmen. Er war auch Teil dieses Systems und hat da auch erstmal eine Zeit gebraucht wahrscheinlich. Das kommt sicher natürlich auch mit dem Alter und dem Abstand, um da einfach zu reflektieren, was da abgegangen ist. Aber das hat er sehr gut on point rausgearbeitet, fand ich. Ich glaube auch, dass man jetzt bei dieser Folge wieder ganz gut sehen kann, dass eben gerade in den 90er Jahren Graffiti oder Stylewriting schon ein sehr, sehr festes Setting hatte. Also da war das einfach relativ klar, wie das abzulaufen hat. Es gab einen Kanon, es gab Regelwerke im Prinzip, es gab einfach auch eine, du hast es ja, glaube ich, jetzt gerade schon so ein bisschen mit reingebracht in unsere Diskussion. Es gab halt weniger Love so, ja. Es war einfach sehr wesentlich unharmonischer, so auch wie man gefeedbackt wird und so. Gab es noch und, Fight, Flight oder Freeze. Ja, geil, geiler Spruch auf jeden Fall. Die drei Options hattest du da. Ja. Also von dem her, es war sicherlich auf der einen Seite nicht super angenehm, kann ich mir vorstellen, für gerade für Newcomer. Aber auf der anderen Seite war natürlich dieser Qualitätsaspekt so extrem vordergründig. Definitiv. Und natürlich ist es auch verdammt traurig, wenn man hört, dass Leute mit großem Potenzial eben durch diese ganze Gewalt letztendlich vom Sprühen abgekommen sind und das Ganze ad acta gelegt haben, weil sie gesagt haben, das ist mir zu heavy. Das sollte nicht passieren und passiert ja heute hoffentlich in der Form nicht mehr, wie es damals der Fall war. Aber es waren eben auch einfach andere Zeiten. Und wenn wir schon bei diesen alten Zeiten sind, war es natürlich auch unglaublich spannend, mal die Sicht eines Protagonisten, der da an vorderster Front mit dabei war, zu hören, auch in Bezug auf das Odem-Buch, das ja die meisten da draußen wahrscheinlich verschlungen haben. Und wie er schon sagt, auch einige Protagonisten sind in diesem Buch nicht so gut weggekommen, wie sie es vielleicht hätten sollen. Also, dass da auch jemand wie Voss etwas anders dargestellt wurde.
Natürlich darf man nicht vergessen bei diesem Buch, dass auch immer wieder thematisiert wird, dass das ja nicht Odem alleine geschrieben hat, sondern da auch immer noch ein ganz normaler Ghostwriter-Autor mit dahinter steckte, der irgendwie da ein bisschen für die richtige Dramaturgie gesorgt hat, wahrscheinlich auch, und der eben nicht aus der Szene war. Mhm. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ich meine, Geschichtsschreibung ist nicht einfach, vor allem wenn man sie eben so mit mündlichen Zeugnissen unterfüttert. Ich glaube, da sind wir als Podcaster ja auch, wie soll ich sagen, immer wieder aufs Neue gefordert, dass wir da darauf hinweisen, dass das natürlich subjektive Aspekte sind, die wir sammeln und dass sich in der Gesamtheit ein Kontext irgendwann erschließt, der das schon ganz gut abbilden wird, was damals passiert ist. Trotzdem halt wichtig, da einfach mal zuzuhören, wenn jemand aus dieser Zeit spricht. Und auch toll zu sehen, dass er wirklich open-minded an den Status quo der Graffiti-Szene rangeht. Das fand ich ganz spannend, als er eben erzählt hat oder beziehungsweise so ein bisschen ihr darüber philosophiert habt, wie es denn zu sowas wie Anti-Style überhaupt kommen kann. Und das fand ich super wichtig, dass er eben gesagt hat, na, eigentlich ist das nur die logische Konsequenz daraus, denn wenn man so ein enges Style, in dem Fall Regelwerk, schnürt, wie hat er es gesagt, dann macht man auch den Platz frei, dann schafft man eben Platz für diese subversiven Strömungen. Da muss sich zwangsläufig eine Anti-Bewegung entwickeln irgendwann, wenn man in ein immer engeres Korsett geschnürt wird. Was ein Graffiti eigentlich sowieso schon irgendwie ein bisschen, ja, das Ganze ad absurdum führt, wenn man eigentlich ausbrechen will aus der Gesellschaft und sich dann selber wieder so ein komplett enges Regelkorsett irgendwie schnürt. Ja, ich fand es wirklich beeindruckend zu hören, wie unvoreingenommen er da an die ganze Sache rangeht, obwohl, naja, wie gesagt, ich meine, er spricht da für eine sehr straighte Oldschool, die es ja damals mal gab. Und trotzdem ist er da wahnsinnig reflektiert und auf der anderen Seite auch eben, wie du sagst, open-minded, um das sehr, sehr, sehr neutral zu betrachten. Und ich sage, habe ich zumindest so rausgehört oder rausgefühlt, er ist auch froh drüber, dass es jetzt einfach so breit gefächert ist und dass es so viele verschiedene Formen gibt. Und so viel Nachwuchs, und ich habe auch so ein bisschen mitgefühlt mit ihm, als er die Story erzählt hat. Das kenne ich nämlich auch, wenn man dann an der Hall steht und malt und dann kommen Kids, die sind irgendwie, also Kids, 16 oder 18 oder selbst 20 und fragen, wie lange man schon malt. Und das ist einfach mal ein paar Jahre mehr, als sie auf der Welt sind. Kann man immer nur hoffen, dass man nicht gesiezt wird. Das fand ich sehr schön, da konnte ich irgendwie total nachfühlen. Und ein anderer wichtiger Punkt, der mir auch sehr bei mir hängen geblieben ist, ist diese, ich glaube, er hat es die Selbstoptimierungsfalle genannt, so ein bisschen. Und auch die Haltung, die man als Stylewriter hat, dass man sich auch mal selber abklopfen muss und fragen muss, was will ich denn eigentlich? Wo will ich denn hin mit meiner Kunst? Und das muss sich jeder selber fragen und kann sich eigentlich auch nur selbst beantworten am Ende des Tages. Ja, da sind wir wieder bei diesem Zusammenhang, den wir auch bei vielen anderen Folgen schon hatten, dass eben für viele Menschen, die mit Graffiti Stylewriting anfangen, dass es da ja erstmal überhaupt nicht darum geht, dass man sich irgendwie einen künstlerischen Anstrich gibt oder dass man wirklich auch den Zweck verfolgt, Kunst zu kreieren, sondern dass es ja da eher um den Akt geht und um die, nennen wir es mal, um diese Expression, um die Performance mehr oder weniger, dass man da halt rausgeht und was macht so. Und das ist ja letztendlich auch an Altersklassen gekoppelt oder an so Lebensphasen gekoppelt. Ja. Und irgendwann verlässt du halt eine bestimmte Lebensphase, kommst in eine neue Lebensphase und dann wird es halt wichtig zu überlegen, was mache ich da draus? Und dann kommen solche Aspekte natürlich zum Tragen und es ist halt sauschwer, sich da irgendwie authentisch rauszuentwickeln. Mhm. Er hat das aber auf jeden Fall geschafft und ich finde, seine neue künstlerische Lebensphase, nenne ich es mal, in die er jetzt da eingetreten ist, auf jeden Fall unglaublich spannend. Mhm. Also auch das habt ihr ja schon im Podcast gesagt, er ist jetzt nicht der Erste, der diesen Schritt in die dritte Dimension geht mit seinen Styles, aber er macht das auf eine sehr eigene Art und Weise und man sieht krass die Entwicklung, die da von der ersten Skulptur, nenne ich es jetzt mal, bis zu seinen aktuellsten Werken irgendwie schon passiert ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mir diese Dinger mal irgendwo in echt einzufahren. Ja, zum Thema Skulptur an der Stelle, ich kann mich noch wirklich sehr, sehr gut dran erinnern. Ich war 97 auf einer Ausstellung in München, ich glaube Ismaning war das damals, die Theorie des Styles und da waren damals schon Skulpturen von Neon, so Reliefarbeiten ausgestellt. Das ist wirklich nichts Neues. Also das gibt es schon relativ lange, dass eben Künstler, Künstlerinnen versuchen, aus Styles eben Skulpturen zu bauen. Was ich bei ihm aber hervorheben würde, ist zum einen, dass er halt so krass in diese Materie des Holz der Holzarbeit einsteigt, sich da wahnsinnig viele Gedanken dazu macht. Allein die
Fadings mit Maserung zu planen, die Holzmaserung als Schattenwurf einzuberechnen. Crazy, ja. Shit. Also da würde ich sagen, da kann man zu Recht behaupten, dass er das zu einer Kunst erhebt, mit einem Kunsthandwerk im Background. Das ist wirklich amtlich, was er da macht. Ich kann auch wirklich empfehlen, dass ihr bei uns auf dem Blog guckt, weil wir natürlich wieder eine Bildergalerie für euch haben mit Kunstwerken, mit Skulpturen von Kahn. Und wenn man sich das wirklich anschaut, sieht man ja, er geht ja auch ganz stark in so eine Style-Philosophie. Das soll heißen, er geht da ganz stark in die Auseinandersetzung, wie man Buchstaben eben durch die dritte Dimension nochmal anders abstrahieren kann und andere Dynamiken rausarbeiten kann. Es ist nicht einfach der Versuch, jetzt einen Sketch zu übertragen in eine Skulptur. Absolut. Und gutes Stichwort, unser kleiner Blog, den du da ansprichst, da findet ihr nämlich nicht nur Bilder vom hochgeschätzten Kahn, sondern auch die Playlist, die er uns natürlich wieder kuratiert hat und zusammengestellt hat. Bin sehr gespannt, ob da nur so Oldschool-Hip-Hop-Banger drin sind, wie was gerade in seinem Player lief, was er uns erzählt hat. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in der Beschreibung. Guckt da einfach mal rein. Ja, und gerne an der Stelle, gebt uns Feedback, schreibt uns, wie ihr die Folge fand, gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer ihr uns hört und checkt mal unsere Instagram-Page. Wir sind immer dankbar für jede Inspiration. Genau. Und das war's schon mit der ersten Folge. Mensch, es ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Läuft noch. Es läuft noch. Weil wir gar nicht untätig waren in der Pause. Wir haben ja hinter den Kulissen gearbeitet, auch schon für die nächsten Folgen. Und Folge 2 von Staffel 3 ist auch schon in der Pipeline, liebe Freunde. Es geht nämlich wie gewohnt erstmal weiter. Der erste Montag im April wird die nächste Folge kommen. Und so viel können wir schon verraten. Wir bleiben in Berlin. Yes. Zumindest halbwegs. Gut. Freunde. It's a wrap. It's a wrap. Macht's gut da draußen und wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Peace. Peace.